Podcast 18.40 Uhr mit Franz Rampelmann und Julian Schlichting. So, Folge 3. Lindenstraße bleibt Lindenstraße, hieß die letzte Folge der Lindenstraße. Eine Folge noch. Ich freue mich, dass wir hier noch viel mehr Folgen unseres Podcasts machen mit Franz Rampelmann. Schön, dass du wieder da bist. Wunderbar. Auch und grüß Gott allerseits. Was meinst du, wie lange kriegen wir die Folge heute hin? Wie lange die Folge? Naja, wir sind ja beim 2-Stunden-Level angelangt. Genau, das ist jetzt ja so eine Art Maßstab. Naja, okay, wir können es auch kürzer machen, etwas knapper, und so, dass die Leute nicht zu lange also an der Nadel hängen bei uns. Aber okay, auf jeden Fall, es gibt so viel zu erzählen, es gibt so viel, was sich auch einfach im Leben überhaupt ereignet, dass man eigentlich, es dauert, wie es dauert. Und wir haben ja auch letztes Mal gesagt, die Leute sollen ruhig Fragen stellen. Ich habe nachher sehr viele Fragen für dich. Da können wir auf jeden Fall auch abdriften und schöne Geschichten wahrscheinlich daraus entwickeln. Wollen wir mal gucken. Okay. Jetzt lief vor ein paar Tagen die vorletzte Folge der Lindenstraße. Die allerletzte steht uns noch bevor. Letztes Mal hast du gesagt, Sternebewertung magst du nicht so gerne. Ich möchte trotzdem mal dieser Folge sagen, dass die zweite Hälfte besonders gelungen ist. Also gerade ist das Ende sehr spannungsmäßig aufgebaut, auch von Anfang an. Hast du die Folge gerne dir angeschaut? Ja, auf jeden Fall. Die zweite Hälfte ist natürlich ein bisschen kriminologisch, wenn man so sagen darf. Da hat man Tatortformat irgendwie. Man hat wieder Lust zurückzuspulen, haben wir gerade auch. Wir haben uns noch 2, 3 wichtige Szenen im Vorfeld schon mal angeguckt, weil man doch noch mal genau wissen will, wie haben sie es jetzt gemacht? Hat man jetzt gesehen? Hat sie ihn geschubst oder nicht? Als Fernsehzuschauer wird man da so ins kalte Wasser geworfen und dann ist plötzlich vorbei. So kann man wenigstens noch mal schauen und spekulieren natürlich auch. Ja, das ist ja die Gnade des Zurückspulens, die man heute hat. Das haben wir schon mal erwähnt. Aber es ist wirklich so, also für Leute, die dann ganz genau wissen wollen, und das erfordert natürlich auch ein präzises Drehen. Das heißt, du musst beim Arbeiten natürlich auch wissen, hey, die Leute, die gucken das ganz genau, das haben sie aber früher auch schon gemacht. Ich erinnere mich noch, dass auch in diesem Chat, den wir hatten, dem Internet-Chat, kamen die Leute mit Kleinigkeiten daher, die hatte ich überhaupt nie gesehen, die hatte ich gar nicht selber bemerkt. Und also in Bezug auf Kostüm, also da waren richtige Kritiker am Werk. Also da gab es richtige Auslassungsfehler-Spezialisten, die sich ganz klar positioniert haben, haben gesagt, da war was. Das nennt man ja auch Anschlussfehler, wenn die Kerze zum Beispiel, Kerze brennt runter dann... Oder man beißt zum zweiten Mal, zum ersten Mal ab irgendwo, ne? Und dann wird das Brötchen größer statt kleiner, wenn sowas kann manchmal passieren. Und da gibt es welche, die haben danach gesucht, auch schon früher. Das findest du in allen großen Hollywood-Filmen, da muss man bei Lindenstraße wahrscheinlich gar nicht so lange suchen, wenn man ein bisschen schaut, dann wird man da schon was... Wobei, ihr habt euch da sehr viel Mühe gegeben, ne? Absolut, also das war wirklich akribische Mühe. Also es war wirklich, und mit Millionen von Requisiten und Teilen, und die wieder mal eingeführt worden sind und den Blickwinkel und dass das genau stimmt. Ist das eigentlich so bei der Lindenstraße? Es wurde immer so oft auch schon in Interviews gesagt, dass die Wohnungen, die nicht benutzt werden, in dem Moment zugestellt werden mit anderem Kram, weil das wirklich so eng ist und man dann wirklich jede Wohnung für so eine Szene wieder herrichten muss, größtenteils. Ist das so, dass viel hin und her gerückt wird innerhalb der Halle? Wir sprechen jetzt von der Halle. Von die Wohnungen drin sind, genau, von den Studio. Es sind ja zwei Hallen. Naja, das kommt darauf an, was man für Gastorte hat. Es gibt ja so temporäre Orte, wie zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei. Ja, sowas. Also wenn man es aufbauen will und hat die Möbel und so weiter, dann kann man die, wenn es öfter, sagen wir mal, man hat zum Beispiel 8 Szenen in der Rechtsanwaltskanzlei und danach braucht man sie nicht mehr, dann wird die geschaffen als Fläche zum Beispiel. Und dann muss natürlich manches zusammenrücken und so hat man also bestimmte Spielflächen und guckt dann, ob man vielleicht mal das Wohnzimmer von, was weiß ich, der Rolle Scholz mal für 2 Monate oder 3 Monate wegnehmen kann. Weil das ist ja alles angeschraubt. Also nochmal, das ist alles Pappdeckel, es ist alles Kunst, es ist alles wie am Theater und es ist alles Illusion. Das wollen wir Fans nicht hören, das weißt du schon. Wir wollen da mitleiden. Die Fans wollen natürlich das wirklich, das harte, reale Leben noch ein zweites Mal. Noch eine kleine Anfängerfrage und dann können wir auch in die aktuelle Folge starten. Das Treppenhaus, wie hoch ist das wirklich? Wie viele Stockwerke kann man gehen? Heimatland, es ist jedenfalls 1 zu wenig. Ja. Auch das Treppenhaus selber, die Treppen selber. Ja. Also da kann man wirklich so 3-mal so rumlaufen, oder? Also es gibt ja das Erdgeschoss natürlich, dann gibt es den ersten Stock. Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Gedächtnis zaubern. Ja. Den ersten Stock, dann gibt es auf jeden Fall den zweiten Stock. Aber soweit ich noch weiß, gibt es keinen dritten Stock. Okay. Da müsste man dann, wenn man quasi so spielen will, dass man durchs ganze Haus läuft, 2-mal das gleiche Stockwerk belaufen. Ja. Deswegen waren auch immer die Türen
das Geländer, mhm, diese Stufen, mhm, absolut identisch. Ja, genau. Ja, damit man da jonglieren kann. Da musste man dann bloß ein anderes Schild an die Tür hinkleben und ja, dann war das ja die Wohnung von, was weiß ich, Mutter Beimer. Okay, ja. Und später, aha, war es dann eine andere, aber das sah man nicht. Ja, man hat ja auch selten die Tür ganz aufgemacht, immer nur so angedeutet und dann konnte man dahinter wahrscheinlich so ein bisschen so einen Meter gehen, so stelle ich mir das vor und ja, dann war Schluss, und dann, ne? Und dann das Auf- und Zumachen geschah ja dann unten in der Halle, ja, wo die, genau, Wohnung wirklich ist. Mm-hmm, so. Mm-hmm. So wie auch die, sagen wir mal, die Türproblematik, mm-hmm, ist ja auch für die Außenlokale wichtig gewesen. Also für das eine, ich überlege gerade mal, genau, die richtigen Spielorte 1:1 war ja das Café und den Laden von Olaf und den Laden dazwischen nochmal. Reisebüro, genau. Und Reisebüro und also diese Hauszeile. Aber das Akropolis selber hatte ja überhaupt keine Chance, irgendwie bespielt zu werden. Ja, an der Ecke, ja, wo es war, hatte also diese Doppeltür. Ja. Das heißt, man konnte da reingehen, mhm, und dann sah man schon mal die Doppeltür, die musste immer zu sein, weil sonst hätte man hinten gesehen, dass da die Schreinerei ist. Und dann kam es im Schnitt ins Studio und dort in das richtige Akropolis, ja, rein, wieder mit, also, Doppeltür. Also die Illusion ist aber wirklich gut gelungen. Als ich zum ersten Mal in irgendeinem Making-of gesehen habe, dass auch die Wohnung, dass man, wenn man aus der Wohnung rausgeht, eben nicht im Treppenhaus ist, sondern dass da quasi dann je nach Situation dann da so Wände hingeschoben wird, damit es aussieht, als wäre es das Treppenhaus. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass das schon wirklich sehr möbelhausartig dann man da durchlaufen kann. Und trotzdem habt ihr das gut gemacht. Es gab auch manchmal Situationen, da hat einer in der Wohnung gestanden und der andere stand im Treppenhaus und da hat man so hinter dem Rücken gefilmt und hatte man als Zuschauer Illusion, ja, das Treppenhaus ist tatsächlich gegenüber von der Wohnung. Ja, das gab es schon. Man konnte schon vom Treppenhaus aufmachen und da war jetzt nicht leere Luft. Ja, da, genau, fiel man nicht gleich 2 Meter oder 5 Meter nach unten am Boden. Man hatte die Möglichkeit, da auch zu stehen dann. Ne? Ja, ja, absolut. Das gab es dann schon, dass da die Kamera aufgebaut wird und über die Schulter von demjenigen, der die Tür aufmacht, dann denjenigen, der im Gang draußen krakeelt, ja, filmt. Das gab es schon. Sehr, sehr gut. Sehr cool, cool. Das Treppenhaus hat auf jeden Fall so eine gewisse Magie entwickelt. Ja, das Treppenhaus ist natürlich, wie haben Sie das gemacht? Ja, ja. Wir hatten dann auch mal zum Beispiel, nur um zu erwähnen, wir hatten einmal einen schwierigen Dreh. Es wurde ja auch immer sehr viel neue Technologie, mhm, ausprobiert. Mhm. Man blieb also nicht bei den alten Standkameras, sondern man hat was probiert. Und da weiß ich noch einmal, große Verzweiflung in der Technik und es hat gedauert und gedauert und was wiederholt und es hat nicht geklappt. Und da haben sie in dem Treppenhaus in die Mitte eine Art Säule aufgebaut, ja, so eine Art Säulenschiene, sowas, ja, Rundes. Ja. Und da war eine auf Rädern befestigte Kamera mit so einem Räderhalter, die dann nach oben gefahren ist und sich aber im Treppenhaus gedreht hat mit dem, der da hinaufgeht. Oh, wow, ja, wow. Halleluja. Ja. Das war sowohl für den Schauspieler was, dass man dann den auch wirklich sieht, ja, ne, in der, ja, Geschwindigkeit. Und dann fuhr die da oben rauf und es war dann experimenteller Dreh und ich weiß nicht genau, irgendwann wurde das dann wieder abgesenkt als nicht sehr erfolgreich, also hat ewig gedauert und dann war wieder was schief und dann hat es gewackelt oder sowas. Ne? Die Kamera darf ja in sich nicht wackeln, die muss ja nun auch sehr, sehr ruhig aufgehängt werden. Stimmt, und, ja. Und ob es dann so viel gebracht hat, dass man den in einer Parallelfahrt, nennt man das ja, parallel zum Gang, nach oben dann, das ist ja ein cineastischer Luxus. Und irgendwann wurde der dann aus praktischen Gründen wieder eingestampft. Ja, wir hatten mehrere solche Sachen. Ja, es gab ja sowieso, ihr seid ja auch immer mit der Zeit gegangen, habt natürlich irgendwann auf 16:9 umgestellt, das ist klar, aber auch irgendwann ja, das war überhaupt was. Das war was? Das war das größte Abenteuer. Das war, da war ich dabei, bei 16:9. Ja, warum war das größte Abenteuer? Naja, das ist ja breiter. Ja, da wird das Bild ja breiter. Ja, ja. So, jetzt kannst du dir vorstellen, Olaf, sein Geschäft, diese Mausefalle. Ach so. Da stehen ja zum Teil, standen ja 3 Kameras drin. Und wenn man die Kameras vom Westdeutschen Rundfunk, die ja gemietet wurden, mitsamt dem Kameramann, die wurden da gestellt, wenn die da drin sind, dann brauchen die, na, ich mache jetzt gerade mal mit den Händen so ein Maß, bestimmt 1,20 Meter. Ja, also 1 Meter zumindest und dann noch ein bisschen drumherum, ne, sodass, und dann schwenken. Das heißt, da konnte man so gut wie keine Wände rausnehmen. Das war fix. Stimmt, stimmt. Also diesen Imbiss, das war die absolute enge Mausefalle, der Albtraum aller Kleinste Kameraleute. Imbiss Münchens sozusagen. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, München, wie es ganz eng in der Ecke ist. Und dann kam 16:9 und ja, dann wurde gedreht. Ja. Und dann hatten die Kameras natürlich ausgerüstet mit der Linse und hatten ein sogenanntes Kompendium, das ist dieser viereckige Kasten, den man an den Kameras so dran sieht, hatten dieses Kompendium auch breiter auf 16:9
Und ich weiß noch, wir kamen zum Drehen, er sagt, ja, Moment, wir sind noch nicht so weit. Also Mensch, ich sehe dich da hinten. Ja, wie mache ich das denn? So, ich sehe dich auch. Die Kamera haben sich sich gegenseitig abgeschossen. Ja, das heißt, sie konnten gar nicht so eng verdichten, dass sie sich nicht gesehen haben. Das heißt, man musste im Grunde eine Kamera weniger reintun, was wieder für die Dramaturgie oder für die Dramatik manchmal schlecht ist, weil irgendwie man kann auch keine kleine Kamera nehmen. Dann hat man vielleicht eine Handkamera genommen, das gab es auch. Aber das war für die Kameraleute absolute Herausforderung. Lange Zeit. Das ging, bis man sich daran gewöhnt hat, in diesen engeren Drehbereichen und auch mit dem Umschnitt. Muss natürlich erstmal Erfahrung sammeln und dann das auch trotzdem. Interessant, dass das solche Gründe hat. Ich habe dann irgendwann mal, das gibt es bei den Daily Soaps jetzt schon seit vielen Jahren, man ist irgendwann dazu übergegangen, so eine Wackelkamera-Optik zu machen, dass die Kamera auch bei den stillen Szenen immer so ganz kleinen Zentimeter nach oben, nach rechts, nach links wackelt. Ich weiß gar nicht, ob das nach dir schon war, sondern das bei Daily Soaps ist das schon lange so, weil man sagt, okay, der Zuschauer steht auch nicht gerade da, sondern bewegt sich auch immer so ein bisschen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, dass meine Oma hat irgendwann zu mir gesagt, es wackelt immer so. Und das, vielleicht versucht man dadurch mangelnde Spannung zu kaschieren. Ja, und es gibt natürlich viel mehr Nahaufnahmen als früher. Ne? Also heute sieht man manchmal das Gesicht ganz nur zur Hälfte und früher hattet ihr so wirklich so Theateratmosphäre fast schon manchmal. Ja, früher war das natürlich lange. Das war auch eine andere Sichtweise. Ich weiß noch, die Serien, die ich gemacht habe, da sieht man, andere Serie, da sieht man, der heißt, wie heißt das Ding, der Gerichtsvollzieher mit Jakub. Und das, ich saß auch in einem Auto drin und das Auto fährt durch die Landschaft und es fährt durch die Landschaft. Dann sieht man das Auto, wie es in den Hinterhof einbiegt. Dann sieht man es von rechts. Das ist auch gut, da kann man zwischendurch mal in die Küche gehen und das Auto ist jetzt losgefahren. Ja, absolut. Dann macht einer die Tür auf und dann schaut er erstmal raus und dann steigt er aus. Und dann sieht man das Auto nochmal. Man sieht auch dann nur das Auto, nicht mal schaltet nicht mal rein zwischendurch oder so. Nicht unbedingt. Nein, und da war natürlich unglaublich viel Sendezeit schon mal verbraucht. Sicher. Und eigentlich war da nicht so, man hat halt dann in der Annahme, dass die schöne bayerische Landschaft allen Leuten so unglaublich gut gefällt, hat man dann auch mal das Auto gefilmt, das da durch die Berge fährt. Also so Kulissengeschichten auf der Lindenstraße finde ich immer sehr, 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 sehr spannend. Ich habe als Kind auch schon geguckt und ich habe oft gesehen, dass manche Grundrisse gar nicht stimmen können. Wenn Mutter Beimer aus dem Wohnzimmer guckt, dann guckt sie auf die Straße. Das ist gar nicht möglich. Sie müsste aus dem Küchenfenster schauen. Ja. Da gab es bei Isolde Pavarotti, weißt du noch, wo die gewohnt hat? Die hat unten gegenüber von Else Kling gewohnt. Ja, genau, natürlich. Und der Kellereingang, der ist eigentlich so genau in die Wohnung von Isolde Pavarotti gegangen. Das ist eigentlich auch wieder unmöglich. Also grundrissmäßig wäre das Haus nicht so gut aufgestellt. Ja, genau. So viele Kleinigkeiten, aber das war natürlich witzig. Ne? Kann man das so, wahrscheinlich ist es gar nicht so wichtig für die Geschichte sowieso nicht, aber man kann als Zuschauer dann sagen, das ist doch völlig unmöglich. Gerade im Mietshaus sind auch eigentlich die Wohnungen haben alle den gleichen Grundriss bei euch. Überhaupt nicht. Also alles durcheinander, das war schon sehr, sehr cool. Ja. Also das mit dem Keller, weiß ich auch noch, irgendwie haben wir mal im Keller gedreht, aber das, ich glaube, es gab gar keinen Keller. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall ist der Kellereingang ist direkt so in ihren Flur gekreuzt. Also das wäre unmöglich gewesen. Genau. Und dann richtig. Und da gab dann Else hatte ja auch mal ein Geschäft, glaube ich, eine Wäscherei da unten. Lange. So sie hat sogar am Finanzamt vorbeigewaschen. Man musste sich dann ganz viel nachzahlen. Mit der entsprechenden Waschmaschine, das ist ja das. Das hatte sie natürlich nie verstanden. Ja. Aber das war viel. Bertha Griese hat auch am Finanzamt vorbei Klavierunterricht gegeben. Dass man das auch alles anmelden muss, das haben eure Bewohner nicht so eng gesehen. Ja, es waren auch andere Zeiten und so weiter. Und außerdem frönte man der Kunst und der Sauberkeit. Ich meine, bitteschön. Das ist richtig. die aktuelle Folge, leider die vorletzte Folge. Also es ist natürlich so, dass man so jetzt das auch nicht so voneinander trennen kann. Jetzt geht das wirklich so in den Endspurt rein. Ganz komisches Gefühl auch zu wissen, vorletzte Folge ist ja auch schon irgendwie ein bisschen Endzeitstimmung. Man weiß beim Zuschauen schon, okay, jetzt kommt nur noch eine. Das ist schon ein komisches Gefühl. Es gab wieder so ein paar kleine Happy Ends. Ich fand ja schön, Roland und sein Sohn hat man nochmal ganz kurz gesehen bei der Demo. Ja, genau. Nochmal gesehen, dass die beiden jetzt doch wieder gut miteinander sind. Dass Vater freut sich, dass der Sohn doch bleibt. Marcella, die Italienerin ist auch noch kurz dabei gewesen, hat gesagt, sie will nach Australien und jeder hat so irgendwie noch so eine kleine Geschichte zu Ende erzählt, das war eigentlich ganz nett. Ja, so Pläne halt, ne? Genau. Wo man sich so vorstellen kann, dass man
dass es auch irgendeinen Weg nimmt, weil das ist ja auch richtig, wenn man das so anschaut, dass man die Rollen eigentlich nicht einfach so beenden kann. Ja, so ganz ohne irgendwas. Entweder dramatisch rausgehen mit irgendwas, mit Mord und Totschlag oder sowas, aber nur einfach da stehen und eine normale Szene nach dem Motto, ich kassiere, wie die Marcella und die Suppe kostet so und so viel und alles zusammen 59. Ja. Und das war's dann. Nein, sie hat halt auch Pläne und das ist doch gut. Ja, ja, also gerade sie gehört ja zu den Rollen, die in den letzten Jahren nicht mehr viel zu tun gehabt haben. Manche waren ja einfach nur noch so daneben, aber man dann zumindest als Zuschauer noch so sich vorstellen kann, wie es mit den Figuren weitergeht, die man ja auch alle irgendwo ins Herz geschlossen hat, dann ist das schon ganz ja, gut. Ja, das ist sehr wichtig, also hochverantwortungsvoll, dass man eine Idee hat. Das ist ja, solche Leute sind ja fast wie Kinder für manche Leute, denke ich mal. Man will doch wissen, wo das Kind dann studiert und verheiratet ist. Ja. Himmel, Donner. Sie ist auch da groß geworden. Ich meine, sie wird wahrscheinlich nur noch einen Drehtag im Quartal gehabt haben, aber manche Rollen sind trotzdem lange noch fortgeführt worden. Ja, das natürlich. Ist schon, macht ja auch schon Sinn. Wo ist eigentlich Gung hingegangen? Muss ich jetzt mal fragen. Gung, der ist doch jetzt auf Reisen gegangen in einer der vorletzten Folgen. Der kommt jetzt aber in der letzten Folge nochmal wieder. Also er wird nochmal wieder auftauchen. Der kam doch und hat doch einen Urlaub geschenkt bekommen, oder? Der hat lebenslange Rente gekriegt als Erbe und einen Urlaub. Ja, genau, richtig, so war es, genau. Zumindest ist er jetzt irgendwie in Urlaub gegangen. Ja. Der, mit dem war ich ja in der Garderobe, genau, richtig. Ja, ich hatte ja diese Mischgarderobe und da war auch Gung drin. Ja. Und man habt ihr ihn auch Gung genannt? Nein. Ach, da musste ich üben. Das war auch lustig in den ersten Zeiten. Der heißt Amorn. Das kann man sich ja mit Amor noch gut merken. Ja. Und der Amorn, und dieses N ist natürlich für uns Deutsche wieder ein bisschen blöd, Amorn, wenn wir Amor kennen und so weiter. Und dann ist er ja Asiate und man wusste nicht, ich wusste dann schon, er sollte ein Vietnamese sein, aber eigentlich ist er ja Thailänder. Und weil ich das nie verstanden habe, habe ich immer nur gesagt, ja, unser Chines. Sehr gut. Das freut alle Asiaten, dass sie so in einen Topf geworfen werden. Ja, der hatte eine stoische Ruhe gehabt und so. Nur der Nachname, der war natürlich eine Herausforderung. Mhm. Und da habe ich dann mal irgendwie in der Drehpause, war dann die Frau Spatzek da und dann hat die ganz stolz gesagt, dass sie den Namen schon perfekt aussprechen kann. Ja? Mm-hmm. Und ich konnte es nicht. Mm-hmm. Ja? Es hat so einen bestimmten Rhythmus. Das heißt Amorn Surankanjanajai. Schön. Ja. Das ist ein bisschen Blues im Namen drin. Ja, absolut. Ja, absolut. Und es ist offensichtlich wirklich dann ein thailändischer Name. Ja, er ist ja dann auch persönlich nach Thailand wieder gegangen und kam zum Drehen wieder her. Er hatte also den weitesten Weg, muss man auch sehen. Hat er nie in Deutschland gewohnt? Doch. Er hat lange in Köln gewohnt, die Anfangsjahre. Der war ja, glaube ich, von Anfang an auch dabei. Ja, ja, früher mehr als heute sogar. Der hat früher noch kleine Geschichten gehabt. Der hat mal seinen Job verloren, da hatte man eine Liaison mit Anna, macht man sich gar nicht vorstellen. Wo die Liebe so hinfällt zwischendurch. Mal und für drei Wochen. Ich glaube, in Ursula war er auch mal unglücklich natürlich verliebt. Das meine ich. Ja, oder war mit Anna auch? Mit Anna war er auch, ja. Der war auch was? Ganz am Anfang. Der Kerl, hat er mir überhaupt nicht gesagt. Doch. Und er sollte, glaube ich, auch mal eine Filmrolle bekommen und hat dann Angst bekommen. Er hatte immer so zwischendurch so für Kleinigkeiten da natürlich. Und er war natürlich auch richtig, genau. Ich meine, das muss man auch sehen. Er war einer der wenigen, die noch woanders gedreht haben. Weil wir waren ja zum Beispiel echt? So besetzt. Wo denn? Wir waren ja so identifiziert während der Zeit. Und auch, ihr wart ja auch die ganze Zeit, also ihr hattet ja auch wahrscheinlich noch mehr Geschichten, ihr wart mehr involviert und ihr wart ja da tiefer drin als er. Ne? Ja, aber halt einfach von den Geschichten her waren wir halt einfach ziemlich sehr identifiziert als Person. Ja. Das ist so dieser Duktus und dieser ganze Weg in dieser Serie. Das ist dann halt mal so, ich meine, das muss man einfach wissen. Aber er war ja in den Karteien drin und konnte woanders auch einen Asiaten spielen. Ja, klar. In irgendwelchen Gangster- und Milieus oder sowas tauchte er plötzlich auf und war eben auch irgendwas halt bei uns, weil es gibt nicht viele schauspielernde Vietnamesen oder Thailänder bei uns. Da gibt es nicht viele, die also Dreherfahrung haben, die man ohne weiteres einsetzen kann. Mhm. Weil das muss man schon haben, auch wenn man kleine Rollen spielt, muss man schon wissen, wie man sich bewegt, was man tut, was man nicht tut. Ansonsten gilt man halt als Statist. Das hat er natürlich in über 30 Jahren Lindenstraße gut drauf. Ne? Den kann man wahrscheinlich tatsächlich sofort überall einsetzen. Ja. Das nennt man Exoten, nennt man das. Und das ist, hat er dann Drehzeit gehabt. Du wolltest auch vorher noch was anderes wissen. Was war das denn von dem Amorn Surankanjanajai?
Ja. Ah ja, genau, nee, von den Reisen, pass auf. Ja, genau. Darum ging's und er hatte dann, also ich will jetzt nicht über einen anderen Kollegen so viel reden, aber was also ein ist, Auftrag, den ich von manchen Hörern bekommen habe, ist es auch, dass wir über andere Leute sprechen, weil es sehr interessant ist, wie du davon erzählst natürlich. Ne? Also es geht ja nicht darum, über irgendwelche Kollegen zu lästern, okay, wenn du dich mit jemandem nicht gut verstanden hast, aber wir sind froh und dankbar. Zum Beispiel auch 2-3 Leute mir geschrieben, sie waren sehr schön, als du über Martin Rickelt gesprochen hast. Ja. Also wenn es Kollegen gibt, wo du sagst, die kann man schon ein bisschen hervorheben, ja, wird sehr gerne. Fall. Was war denn mit seinen Reisen? Also, er hat ja dann in Köln gewohnt, die ersten, die Jahre, wo ich da war. Mhm. Und dann hat er eine Dame kennengelernt, die hat er dann auch mal ab und zu mitgebracht als Gast und hat die irgendwie auch geheiratet und die wollte dann aber auch... Hat er irgendwie auch geheiratet, sehr, sehr gut. Ja, nicht irgendwie, sondern hat das irgendwie, also das war eine Thailänderin, glaube ich, aus seinem eigenen Land. Ja. Und die wollte dann aber eigentlich eher in Thailand wohnen. Jetzt waren sie verheiratet und dann hat er das so eingeteilt, dass er sequenzenweise in Thailand wohnt und zum Drehen von Thailand anreist. Ja, wo unser schon. Einer dann aus München kommt, kommt der Herr aus Thailand. Ich bette dich. Ja, krass. Und trotzdem hat man an ihm festgehalten. Er hat natürlich das Glück auch, dass er so über ganz schnell schon zur Kultfigur mutiert ist. Ne? Mit seinen Konfuzius-Sprüchen und der gehörte irgendwie dazu. Er war auch so für die Quote da, war ein Asiate da. Ich glaube, ich könnte mich jetzt an keinen anderen Asiaten erinnern, der in der Lindenstraße gewohnt hat. Da brauchst du ja nicht, wir haben ja unseren Chinesen. So, genau. Ne? Wir haben einen Stammasiaten. Und er hat natürlich schnell durch diese Sprüche sehr gut performt und gehörte dann irgendwie so dazu, ein bisschen maskottchenartig. Ja, absolut. Das ist ein Running Gag sozusagen. Jetzt ist es nicht abwertend gemeint, nee, absolut, sondern mit dem Konfuzius. Das ist das, was es zum Kult macht, solche Kleinigkeiten. Ja. Mhm, ja, so wie Elses Linsensuppe, Anlehnung an die Linsenstraße. Und solche Geschichten sind ja sehr, 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 sehr wesentlich. Und da und dann hat er ja auch noch diese Kampagne gehabt. Ich meine, das ganz vergessen. Die Politkampagne. Wählt Gung, natürlich. Da war er auch involviert. Absolut, mit den Plakaten. Ich hatte eine Zeit lang mal so ein Plakat in der Küche, als ich in Solingen gewohnt habe. Da war ich so ein großes Plakat. Wählt Gung, absolut. Das war das 98? Ja, musste oder sowas. 98 gewesen sein. Also war das zur Bundestagswahl. Ja, ja. Und wir hatten ja dann auch zum Beispiel politisch gesehen, wir hatten ja auch dann gegen den ersten Irakkrieg demonstriert, und zwar in Berlin bei einer Großdemo. Mhm. Es wurden extra Schilder gedruckt zu einem Stab. So Schilder, die waren so ein Dreiviertel Quadratmeter groß. Und gegen den Irakkrieg. Ich habe das irgendwo noch aufgehoben und hatte das lange irgendwo gebunkert am Speicher oder irgendwo. Und zumindest habe ich das Schild, den Stab habe ich, glaube ich, nicht mehr, den Stecken. Aber da waren dann, ich glaube, 10 von uns nach Berlin. Es war von der Produktion so gewünscht, mit diesen ausstaffierten Schildern sind wir dann eingefahren. Ne? So. Oder gefahren. Das sind so Sachen, die ihr halt nebenbei machen konntet und die auch Gewicht hatten. Ne? Ihr habt immer so wichtige Sachen gemacht, nicht einfach nur Quatschaktionen. Weil ihr wart ja auch beim Kölner Karneval, das haben wir immer gesagt, auf dem Wagen das auch. Aber ihr habt auch immer euch auch an Themen rangetraut, die einfach sonst in Serien absolut keine Rolle spielen. Hm. Und das in diesem Fall ja sogar ins wirkliche Leben übertragen. Ne? Ja. Ich weiß auch noch, in Bonn im Hofgarten, wo die großen Demonstrationen waren, Anti-AKW, Friedensdemonstrationen und so weiter. Und da gab es eben auch eine, ich glaube, das war die letzte richtige große Kundgebung. Da war Bonn und Umgebung mit 300.000 Leuten gefüllt. Oh ja. Und da waren wir auch auf der Bühne. Da war die Simone Eid-Barum auf der Bühne und noch eine Kollegin, weiß ich nicht mehr genau. Und ich auch mit dem riesen Lindenstraßenschild, das hatte ich mir selber gemacht. Mhm. Und wir haben dann auch eine ermutigende Ansprache gehalten für, ich glaube, es ging auch um Frieden. Und dann war vorne vor der Bühne, zu der Zeit war er, glaube ich, ohne Posten, aber irgendwie in der Fraktion, doch Fraktionschef, war Oskar Lafontaine, weiß ich noch. Der ging dann vor mir, stolz wie ein Pfau, auf und ab und ließ sich von der Menge, in seiner nicht vorhandenen Eitelkeit, ließ er sich dann bewundern und hat sich gezeigt und Demonstration. Und es war ein Riesenkrach, dieser Hofgarten war schreiend gefüllt, der Hauptbahnhof war voll, Altkommunisten waren da, so wie man sich Kommunisten vorstellt. Und in dem Ganzen waren wir dann auch wieder involviert, in der linken Szene und so. Die haben dann gesagt, wir sind richtige Kommunisten. Die hatten auch so braune Anzüge, das gedacht, du bist bei Lenin. Das war so gespenstisch. Und wir waren dann mittendrin. Ja, spannend. Ja,
Ja, so viel Zeit haben wir leider in der Lindenstraße nicht mehr für solche Geschichten dieser Art. Das ist sehr krass. Aber solche Geschichten ja, ne, wie das hier, dafür ist dieser Podcast super. Denn wenn die letzte Lindenstraße vorbei ist, sind wir ja trotzdem noch am Start und machen ja, noch ein natürlich. Paar weitere Folgen mit diesem Podcast. Und da können wir aus dem Vollen schöpfen. Ich habe eine kleine Liste schon vorbereitet mit Sachen, die ich dich noch fragen möchte. Aha. Da kommt einiges noch auf dich zu. So, das wissen gut. schon, Herr Rampelmann. Das ja, wir haben schon. Uns natürlich, ja, wir haben uns klar gemacht, also dass wir jetzt, und das wird von Tag zu Tag klarer, dass wir eigentlich die legitimierte Ersatz Gruppierung sind für die gesamte Lindenstraße. Wir haben eine unglaubliche Verantwortung. Ich meine, die anderen machen ja so Lindenstraßennächte, da gibt es ja auch ein ziemliches Angebot, aber das ist ja im Grunde alles schon auf Konserve und so weiter. Wir sind ja brandneu. Mir ist auch aufgefallen, ich glaube, das hast du mir auch sogar gesagt, als wir uns die Folgenliste der Kultnächte durchgeguckt haben, zumindest von den der ersten Kultnächte, das beruht alles nur auf Mord, Totschlag und Skandalen. Also die Lindenstraße hat ja viel mehr zu bieten, als der ist hier gestorben und der wurde da ermordet und der hat sich da das Leben genommen. Aber sowas wird leicht als Highlight dann rausgenommen, ne? Aber da ja, das kommt auch schwer. Wer es halt auswählt, was die Thematik. Ja. Mhm. Ich würde das ja anders machen. Ich würde auch mal eine Nacht der langweiligen Folgen machen, wenn es das überhaupt gibt. Das sind aber schwer rauszusuchen, ne? Muss man ja wirklich alles nochmal angucken. Ja, bestimmt gibt es die auch, aber der Rechercheaufwand, die zu finden, ist natürlich wesentlich aufwendiger, als jetzt zu sagen, wo ist welche Figur dramatisch ums Leben gekommen. Naja, da kann er hergehen und kann sagen, man nimmt eine sehr spannende Folge und dann guckt man, was in der nächsten ist und da die nächsten drei Stimmt, Folgen sind ja. dann unter Umständen einfach das mal, kann sein, ja. Es ist nicht so tragisch. Also es geht nicht nur immer um Scheidung, Mord und Totschlag und Verbannung und ja. Ausweisung und also wenn man diese letzte vorletzte Folge, die es jetzt gelaufen ist, wenn man die nehmen würde, das war wohl der letzte Auftritt der Figur Johannes. Er ist aus der Serie rausgegangen, sehr einfach, ein bisschen traurig. Er hat seine Sachen genommen und hat gesehen, okay, hier wird das nichts mehr. Sie wollten eine Wohnung für ihn finden in der Nähe, ja. damit er sein Kind sehen kann. Und das hat ihn natürlich dann alles auch mehr getroffen. Vor allem mit welcher Vehemenz Nina gesagt hat, hier, komm, du hast den Mietvertrag, du hast die Wohnung. Freu dich doch. Das ist natürlich also so gut gemeint, aber das ist einfach eine Verletzung hoch 18, ja, dass man dann, damit man die Frau in Ruhe lässt, noch eine Wohnung untergejubelt kriegt. Ich meine, wie schwach, dämlich und impotent muss man denn sein, dass man dann in diese Wohnung geht und sagt, ja, danke, dass ich eine Wohnung kriege. In München ist ja alles schon so teuer. Ja. Dankeschön und habt ihr mal da drüben, ja, nett, küsst euch schön. Verstehst? Also das ist ja. Deswegen, weil ist er gegangen und die letzte Szene war ja, wo er mit Gepäck weggeht. Ja, ja? Genau. Er hat sich das Ende der Demo da angeschaut und hat dann so für sich entschieden, dass das ist dann jetzt auch gut, dann bin ich weg. Und hatte wohl offensichtlich auch seine Handynummer abgestellt oder so. Sie hat ja noch versucht, ihn zu erreichen oben in der Wohnung und da war er weg, ist weg, Sachen weg, Typ weg. Gut, er wird sich wahrscheinlich irgendwann mal wieder melden, als ja das Kind mit ihr, aber für den Moment ist er jetzt erstmal, sagt er, mit mir nicht, Leute. Ne? Ja, ich meine, und es war auch vom Bild her, ich weiß noch, er hat ja als Gepäck jetzt nicht irgendeinen Koffer gehabt, ja. sondern er hat einen grünen Seesack gehabt, einen großen. Das hat natürlich was ganz Symbolisches. Ne? Und das ist natürlich wunderbar. Verstehst du? Stimmt, ja. Ja, Seesack, das heißt, jetzt geht's auf die große Weite, Welt. Ja, ist richtig, ja. Jetzt gibt es die große Distanz und Seemann geht mal wieder. Hat zwar in jedem Hafen eine Braut, wie unser Lehrer immer sagt. Seemann. Wird schon irgendwie weiterziehen. Ja, und deswegen ja, ist er halt. Spielt natürlich Nina in die Karten und Nayla hat sich ja auch entschieden, dass sie nicht weiter da mit Klaus wohnen will. Ja, interessant. Obwohl es natürlich quasi sie in Gefahr bringt, aber sie sagte ja sogar zu ihrem Sohn, ich gehe wieder zurück nach Tunesien, sonst ist das halt mein Weg. Na, dann gab es eine spannende Szene, wo du meinst, erkannt zu haben, dass sie den Entschluss fasst, dass sie jetzt gehen. Ja, absolut. Genau. Das ist diese Geschichte, wo Klaus telefoniert und dann natürlich ganz, ganz nett zu seiner sozusagen ehemaligen und neuen Angebeteten ist. Und sie muss das mithören. Das heißt, eine solche Verletzung. Ja. Und sie hört das mit und greift sie dann zu dieser parat liegenden Geflügelschere und da können wir noch mal kurz mal drüber sprechen, weil das ist ja immer so ein Thema, was die Leute so reizt. Aber es wirklich diese im Grunde, muss man verstehen, diese existenzielle Verzweiflung und diese Einsamkeit, dass sie in einem fremden Land auch im Grunde ihre Würde bewahren möchte oder muss. Dass sie nicht nur nach dem Vorteil eines
Asylzustandes greift, dass sie sagt, okay, jetzt halte ich mal einfach still, guck mal auf den Boden und danach lasse ich es krachen und dann werdet ihr schon sehen, dann räche ich mich, da bin ich nämlich hier und was weiß ich was, das ist sie ja nicht, sondern sie hat ganz klar ihre eigene Integrität gefasst und gesagt, okay, wenn das in der Liebe nicht passiert, dann gehe ich. Und die Szene war eben gefilmt, nachdem eben diese Zange dann von ihr nochmal angefasst worden ist und auch mit dem Finger über die Schärfe drüber. Wir haben uns das gerade nochmal angeschaut. Einfach, das sind so ganze Kleinigkeiten. Und er guckt dann drauf und denkt, oh Gott, die wird mich jetzt wahrscheinlich abstechen unter Umständen. Ja, so ganz, ganz fein und kurz. Und dann hat sie es zusammengeklappt und auch den Verschluss zugemacht von dieser Schere und die irgendwie in die Schublade verfrachtet. Das heißt, sie hat einen Abschluss gemacht unter diesem Impuls. Ja, er hat auch seine Entschuldigung oder seine Rechtfertigung, ja, ich dachte ja, du bist nicht da. Das ist natürlich noch verletzender eigentlich, ne? Dass man ja, sagt, ja, ich dachte, du bist nicht da, deswegen habe ich das natürlich gemacht. Also, ja, hätte ich ja Rücksicht genommen. Er wusste ja gar nicht mehr, was er sagt. Er ist ja ein anständiger Kerl und ist im Grund und Boden versunken, dass er sie nochmal verletzt. Ja, stimmt. Er wollte sie ja gar nicht verletzen, aber er hat einfach dann gesehen, also jetzt ist er einfach so tödlich verletzend geworden. Ja. Und da brabbelt man halt alles mögliche blöde Zeug. Stimmt. Ja, du bist nicht da. Ich meine, dann und da gibt es so eine Aufnahme, Großaufnahme von der Seite von ihrem, über ihr linkes Ohr. Also das können sich die Leute nochmal anschauen. Ganz, da sieht man auch, wie bildschön sie von hinten, von der Seite mit dem Ohr ist und ganz zart. Und auch da ist nichts anderes im Bild, muss man auch sehen. Da ist das Bild völlig frei, wie ein echtes Fotografenporträt. Und mehrere Sekunden auch am Stück gezeigt einfach. Ne? Man sieht so richtig die Augen einmal so runter und hoch gehen. Man sieht ein bisschen blinzeln. Dass sie sagt, kann auch für die nächsten Monate auch nicht mein Leben werden. Ja. Genau. Das war so dieser innere Moment. Und das sozusagen von hinten darzustellen, für einen Schauspieler ist es dann wieder eine Herausforderung, weil man hat dann, wenn ich von vorne gefilmt werde, dann halt von hinten irgendwie. Nein, man muss da vollkommen auch in der Szene sein, wie wir es letztes Mal schon hatten. Ja. In dieser kleinen, feinen Szene sich klar sein und das auch in Gedanken sowas Ähnliches durchgehen oder sich zumindest, also das schauspielerisch halt wirklich gut darstellen. Das geht dann Hand in Hand und sowas wird dann auch sehr fein. Also wenn der Regisseur, ja, den kenne ich ja auch gut, wenn der das so eine Szene führt, wenn er das macht, diese Szene, dann ist das auch sehr, sehr fein gefilmt. Dann haben auch alle wirklich viel still zu sein, weil das sind feine, sehr persönliche Momente und kein großes Rambazamba, wo wirklich vorbereitet wird und ja, genau, und machst es so und so und so und jetzt bitte, kommt dann das Kommando und dann wird es ganz still und dann wird gezaubert. Es gibt so Zaubermomente für einen Schauspieler, wo sich knisternd in der Luft der Energie was bewegt, auch wenn man nichts sagt. Mhm. Ja? Und das war eine Szene, wo nichts gesagt worden ist und wo sich aber eine Entwicklung darstellt in einer Szene, wo nichts gesagt wird. Mhm. Da gibt dem Publikum auch die Chance, dann quasi selber zu erkennen, was sie gerade denkt. Ne? Ja, man merkt ja auch anhand dessen, wie sie dann auch so ganz wenig Mimik hat, aber so ein bisschen ja doch, dass man merkt, okay, hier gibt es da gerade so einen Cut für sie und jetzt, das ist noch nicht einfach vorbei, das bleibt jetzt nicht so. Das ist sehr interessant. Mhm. Ja. Ja, genau, richtig. Das sind Feinheiten, die also wirklich sehr, sehr großes Kino sind. Das ist eine Kinoaufnahme zum Beispiel, weil man sagt ja immer großes Kino. Das ist auch im Vergleich zu dem Geflügelscheren-Schnitt ein großer Unterschied. Ne? Erst sieht man so einen drastischen Moment, dass er auch ein bisschen zurückschreckt, dass er merkt, oha, jetzt das ist so ein bisschen Kopfkino-Moment. Ne? Mhm. Und danach dann für sie eigentlich der viel schlimmer als diese Aggressivität, die sie da reinlegt, ist ja eigentlich dann diese Trauer der Gedanken danach. Ne? Ja. Weil sie hat ja dann auch zwei Sachen bewiesen. Sie hat dann, sagen wir in der Rolle zum Beispiel, sie hat ja, dass sie überhaupt mal die Schere in die Hand nimmt und denkt, ja, den könnte ich jetzt reinrennen. Das ist ja noch nie passiert in der Serie, zum Glück. Das würde die Lindenstraße ja nicht machen, sowas. Nein. Also, geben tut's alles. Da können wir nochmal weiterspinnen. Aber dass sie halt dass sie zwei Sachen beweist, dass sie ihre Zartheit beweist, dass sie aber auch eine bestimmte Wildheit hat, dass sie auch die Wut, also wirklich tödliche Wut, weil dadurch geht ja ihr ganzes Leben, ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Chancen, gehen ja irgendwo den Bach runter und sie muss ihre Integrität wahren
Und am Rande, das war ja auch kurz davor, ich meine, man hätte sagen können, weißt du was, du bist einfach so ein Idiot und mit einem Ruck diese Schere, was weiß ich, in den Bauch rammen. Das ist natürlich auch, sich selber zu beherrschen und eben nicht dem anderen dadurch doch eine Chance zu geben, dass er wütend ist. Stell dir mal vor, sie hätte womöglich zu Recht aus Emotionen irgendwie was Aggressives gemacht, dann gibt man dem anderen ja eigentlich sogar die Möglichkeit, dass der dann sagt, ja, das ist aber auch nicht okay von dir. Und dann steht man irgendwie auch noch so als halbes Opfer und halber Täter da. Das ist ja, sehr, sehr gefährlich. Wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann neigt man dazu, sehr viel Emotion aufzubauen, woraus der andere dann Munition hat, dann zu sagen, jetzt bist du aber auch nicht gerecht. Und dann hat man so eine ganz schlechte Spirale, die Leute im Leben halt öfter mal erleben. Ne? Ja, natürlich. Und dadurch geschehen ja solche Dinge, dass dann einer... Das hat man ja in der Serie später gesehen, da war es ja so ähnlich. Also parallel dazu könnte man eigentlich sagen, das war die Vorwegnahme der Auseinandersetzung der Endszene, wo es dann wirklich schief gegangen ist. Also wo sich die Täterin, wenn es die Täterin war, noch sozusagen... Ja, das ist eben so das Ding. Ne? Das wird dann so in einem provoziert und die große Kunst ist es dann, damit anders umzugehen, als dem anderen eine Waffe zu geben, dass er dann plötzlich sagt, ja, du bist ja irre. Ne? Mhm. Das ist halt gefährlich, ja. Naja, also Nina und Klaus sind jetzt im Happy-End-Stadium, würde ich sagen, angekommen. Da gibt es bestimmt nächste Woche noch eine Szene, wo sie dann auch nochmal sich küssen und dann ist die Sache gut. Murat hat auch gewonnen. Da haben mir allerdings ein paar Freunde gesagt, die es auch geschaut haben, diese Geschichte fanden sie total albern. Also, dass er jetzt am Ende dann auch noch erstmal der große Aufstand um dieses Bäumchen, das ist natürlich alles symbolisch, das weiß ich, ne? Aber dass dann auch noch er am Ende dann auch noch von so einer Stadträtin, Christine Neubauer, dass die auch noch kommt und ihn dann feiert und sein Happy End ist, dass er sagt, ich gehe in die Politik. Und das ist dann quasi seine Geschichte, die da weitergeht. Da ist es schon, gut, dass die Folge noch andere Sachen zu bieten hatte, muss ich sagen. Ist dir das zu kitschig? Ja, ist ein bisschen zu kitschig. Ich fand natürlich, gibt natürlich süße Momente auch, wie die Polizisten kommen und er sagt dann, ja, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ja, ich weiß, sie tun auch noch ihren Job. Wollen sie nicht einen Keks? Da hält er diese alte Dose, das hatte meine Mutter. Ja, genau. So eine Keksdose hatte meine Mutter früher mit Enten. Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, ganz, ganz aktuell. Und dann kommen alle und ketten sich an. Ja, okay, gut. Ja, aber das nehme ich ja noch hin, ja, dass die sich alle wehren, aber dass er am Ende auch noch als Politiker aus der Sache rausgeht. Und ich fand auch, ehrlich gesagt, das musst du nicht so sagen, aber ich fand Christine Neubauer gar nicht so eine, also als Gast ist es wahrscheinlich schwer, klar, ich finde sie aber gar nicht so eine großartige schauspielerische Leistung, die sie da gemacht hat. Ich fand das sehr künstlich und aufgesetzt. Ja, man treibt ja keine Kollegenschelte, aber vielleicht war es wirklich so, dass sie halt in dem Ensemble nicht drin ist. Das ist man mal. Ja, klar, und so bisschen, man steht so ein bisschen daneben. Ne? Und wobei ich sagen muss, ich habe ja selber viel sozusagen Kommunalpolitik oder auch Bundespolitik, immer Hilfe auch mit den Grünen gemacht und so. Mhm. Da, es gibt die Leute, die sobald sie in einem Amt sind, und das war ja so etwas wie eine, so aus dem Stadtrat, aber so irgendwie, es war ja jetzt nicht die stellvertretende Bürgermeisterin, die gewohnt ist, Reden zu halten. Stadtratsmitglied, hat sie gesagt. Stadtratsmitglied, okay, dann ist die halt einfach, ja, vielleicht ja, von der dritten Hinterbank und meint's gut und hat aber sozusagen jetzt mal da mitmachen dürfen und als Stadträtin und dann ist es für sie zum Beispiel jetzt pressemäßig eine Riesenchance, weil so oft passiert es ja nicht mehr, dass Leute sich anketten irgendwo und sie kann ein Interview geben und sie ist auf einmal aus der Hausfrauenecke plötzlich im Scheinwerferlicht. Mhm. So könnte man das auch interpretieren. Also willst du sagen, das ist schon realistisch, dass sie auch so ein bisschen aufgesagt, ein bisschen trocken gesprochen hat, weil man halt nicht jederzeit in so einer Situation ist und trotzdem hat sie dieses Amt, das sie irgendwie darstellen muss und sie auch ein bisschen Emotion zeigen muss, also ist das am Ende des Tages, ja, okay. Kann schon sein, dass es so ein bisschen gestellt ist und dann der bayerische Dialekt, ich meine, ich kenne sie schon lange, lange, also ich kenne sie schon, als sie sehr junge Schauspielerin war damals und ich habe auch eine Serie mitgespielt, wo sie die Hauptrolle hatte und wichtig war halt mal, dass es wirklich ein Original bayerisch ist. Ja, okay. Und das ist, wir sprechen ja auch immer über bayerische Sprache. Ja. Und das war wirklich original. Ja. Da ist wirklich nichts falsch dran. Das war wirklich, und ich möchte jetzt sagen, weil ich spreche ja beides, verstehst du? Ja. Durch die Theatererfahrung nochmal für die Zuhörer. Einfach, ich bin zweisprachig aufgewachsen und ich kann halt beides. Und bayerisch mag man mir, so wie ich es halt rede, wie als Bub halt auch immer. Und das war dann ein Original. Und so ist sie ja auch. Ne? Mhm. Aber sie ist wirklich ein bayerisches Münchner Kindl oder ein Kindl aus bayerischem Hintergrund.
Und das merkt man ja immer an und das ist ja auch gut so. Und ja, insofern fand ich es halt in der gestellsten Freude und man musste erst über nachdenken, was er eigentlich so sagt und dann... Ja, okay. Und dann, es wurde übrigens auch gesagt, dass sie ursprünglich auch mal bei der Lindenstraße mitspielen sollte. Sie war im Casting für die Rolle der Gabi Zenker, wurde aber nicht genommen und hat jetzt quasi so nochmal doch einen Weg kurz in die... Hat ja trotzdem eine gute Karriere gemacht. Das Kick. Ja, 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 also, hat das, ja, keine ja, Frage. Natürlich. Absolut. Und jetzt ja, war ursprünglich schon mal in einer engeren Auswahl tatsächlich ja, in den Cast zu kommen. Ja, klar, natürlich, weil sie ist original bayerisch sprechende Frau mit einer damaligen, auch noch einer ursprünglichen Figur, muss man auch immer sagen. Mhm. Und ansonsten hatte sie halt ein eindeutiges, sehr üppiges Image, was ich immer passend fand. Ich finde, so stellt man sich bayerische Frauen vor und so soll sie auch sein. Das stimmt, das ist auch prima so. Aber dann muss man halt schauen, ich meine, da kann es sein, dass sie als Rolle vielleicht auch eine, im weitesten Sinne, sagen wir mal so, mit der Rolle Murat auch selber glänzen wollte. Jetzt hat man natürlich etwas... auch Ausländerfreundliches dadurch erregen können. Ja, klar, da kann man sich natürlich sehr gut mit darstellen. Da guckt man extra nochmal in die Kamera, klar. Ja. Wir haben ja Türken. Ich meine, wir haben hier, ich habe ja viel Wahlkampf mit Cem Özdemir gemacht zum Beispiel. Ja. Ich habe auch einmal auch einen Kunstfilm mit ihm gemacht, einen echten Kunstfilm, hat er, wo er eine Gastrolle als Politiker gespielt hat. Da war er mit drin in Berlin, weiß ich noch. War richtig mit einem Hip-Hop-Rocker. Das muss ich aber rausfinden. Und das ist richtig, richtig, richtig gut. Also das war ein toller Film. Und auf jeden Fall haben wir ja wir Türken. Wir haben ja verschiedene, wir haben den Omni Chiripur, wir haben verschiedene Leute, wir haben die jetzt sozusagen in dem Bereich tätig sind. Auch in Köln hier zum Beispiel hatten wir eine hervorragende, bildhübsche Lokalpolitikerin. Und da hat sie dann halt gedacht, ja, das ist noch der ethnische Wechsel und das ist auch noch, das kann sie zu ihrem Vorteil benutzen in der Geschichte. Naja. Und deswegen nimmt sie halt den Murat, weil der hat ja den Schneid gehabt und man braucht ja immer Bilder und der hat sich da anketten lassen. Ja. Welcher Mensch lässt sich da schon anketten? Zwei Wochen lang. Ja, zwei Wochen lang, wo wir jetzt nicht wissen wollen, wie er da eigentlich das mit dem Klo gemacht hat. Das werden wir nicht erfahren. Da müsste man ihn selber fragen, ja. Ja, zum Schluss haben sich ja viele andere auch noch mit angekettet. Auch Anna und Carsten haben sich mit angekettet. Ja. Carsten hat nochmal sein altes Praxisschild in die Hand genommen und das symbolisch zum Müll geworfen. Und Anna sagt ja, man muss sich auch trennen können. Meinte damit wohl auch mehr sich und Wolf statt sein Schild. Aber ja, zu Carsten. So ein richtiges Happy End hat der Junge nicht bekommen. Er hat natürlich jetzt was geerbt von Dr. Dressler, aber eigentlich, also wenn ich mir das jetzt so anschaue, jetzt auch gerade diese Szene, warum ist er da und räumt seine Sachen zusammen? Ne? Also irgendwie hat er so einen traurigen Verlauf jetzt genommen. Mhm. Er ist Annas bester Freund, ist noch immer ab und zu mal aufgetreten, klar. Also unabhängig davon, wie es ihm persönlich geht, auch seine Rolle ist irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen traurig, tragisch, irgendwie so einsam. So kann es ja auch enden. Ja, klar. Ich meine, das sehen wir dann im Bild. Ich meine, der eine sagt mal, Papa, ich bin wieder da und ist frisch angekettet. Und der Papa drückt ihn oder haut den Kopf auf die Schulter und sagt, aber Carsten hat sich auch mit angekettet. Das muss ich noch zu seiner Ehrenrettung sagen. Das hat er sich auch nicht nehmen lassen. Also er ist irgendwie noch damit involviert. Aber die Rolle selber, die Figur Carsten Flöter, die tropft so einsam zu Ende irgendwie, habe ich den Eindruck. Ja, dann tropft sie halt einsam zu Ende. Aber man sieht es zumindest im Bild. Ich meine, der mit dem Seesack, der Johannes, das tropft ja auch ein bisschen. Er guckt nochmal, so einen Blick wirft er nochmal auf die verrückten Lindenstressler, die sich da anketten und mit der Polizei anlegen. Und seine Frau und der Idiot, verstehst du, der ihm die Frau weggenommen hat, sagt, das ist nicht mehr meins. Und er tröpfelt sich selber mit langsamem Gang auf das nächste Segelschiff und fährt in die Karibik und kommt erst 10 Jahre später wieder. Ja. So, und dann... Vielleicht gibt es ja noch was für Carsten Flöter, vielleicht gibt es ja noch irgendwie... Also er kommt auf jeden Fall, er steht noch im Cast drin für die letzte Folge. Ich nehme an, dass es gibt ja die Hochzeit. Ich habe auch in meinem Vorschau-Trailer, hast du den auch gesehen, die Vorschau für die letzte Folge? Mit so einem kurzen Trailer. Also man hat den Eindruck, das muss ein riesen Kinofilm werden. Da muss so viel drin passieren. Angelina ist noch dabei. Können wir gleich mal drüber spekulieren. Ja. Auf jeden Fall gibt es aber natürlich auch ein Fest. Ne? Also es gibt ja den großen Geburtstag. Offensichtlich spielt die Folge auch an 2 Tagen. Man sieht wohl auch, wie es weitergeht da nach dem Runterstürzen. Und es scheint eine sehr aufwendige, hoffentlich großartige letzte Folge zu sein. Ja, dauert ja auch etwas länger.
Nee, ich glaube nicht. Doch, doch. Ich glaube nicht. Oder welche Folge dauert denn? Habe ich das nicht gelesen? Also es geht um 18 Uhr schon los, aber es kommt vorher eine Reportage. Reportage ist, aber dann dauert die Folge doch zumindest 3 oder 5 Minuten länger. Habe ich gelesen. Gut, das kann, kann sein. Du weißt natürlich alles und ich weiß wieder nichts. Ja, kann sein, vielleicht hast du ja recht. Ja. Wäre ja schön, ich freue mich über jede Minute Verlängerung, die wir noch haben. Also inhaltlich geht es so in die Richtung, dass Angelina diesen Vorvertrag natürlich gerne hätte, wo er zumindest schon drauf unterschrieben hat. Ich weiß nicht, ob das juristischen Wert hat, wenn es ein Vorvertrag ist, der aber nicht beurkundet ist. Aber den hat Helga ja eigentlich sich geschnappt. Und Helga, ja, genau, sie hat ja die Verträge. Genau, sie hat ja sofort zugegriffen. Sofort, wenn irgendwas ist, da sofort. Also, sofort erstmal die Dokumente eingesammelt. Genau. Woher wusste sie denn, dass das wichtig ist? Sie hat sie auch in Ruhe durchgeschaut. Während er schon schrie und fiel, hatte sie noch, war sie noch mit den Zetteln beschäftigt. Also, ne? mal gelesen, hat gedacht, was, unser Haus wird verkauft. Also da in die Richtung geht es jetzt wohl, weil Angelina das gerne machen möchte, wird auch gerne Tiefgarage bauen, um dann das große Haus Nummer 3 zum einsturzgefährdeten Haus zu machen. Das ist wohl der Plot der letzten Folge, sehr viel Musik drin. Gleichermaßen feiert Helga noch ihren Geburtstag und ist aber auch irgendwie zwischendurch verschwunden und wird gesucht und es kommen noch neue Nachbarn dazu. Also es wird offensichtlich viel geboten sein. Muss auch. Was ja nicht ganz geklärt ist jetzt kommen wir natürlich mal auf Anna. Ne, also es ist ja schon Annas Folge gewesen, so ein bisschen. Man hat noch nicht gesehen, wir gehen mal direkt nach hinten. Man hat nicht gesehen, dass sie ihn geschubst hat. Also nicht im Bild. Wenn man aber die Szene genau anguckt, also dass er nach hinten so weit weggefallen ist, auch unwahrscheinlich. Die anderen können es nicht gewesen sein. Das passt alles vor und hinten nicht. Es muss sie gewesen sein. Er hat sie provoziert. Und es ist ja in der Tat dann auch so ein kleiner Running Gag jetzt geworden. Es ist ja der dritte Mensch, den sie runtergeschubst hat. Wolf-Dieter Dabelstein, früher in den 90ern, dann Bruno, den Freund von Sarah und jetzt halt ihren neuen Lover. Und jedes Mal mit einer gewissen Aggression da drin, weil jedes Mal hat der andere sie provoziert oder war böse und das... Ja, genau, richtig. Stand halt ungünstig, ne? Da im Aufzugschacht, wo noch kein Aufzug drin ist, ist es ganz schlecht, da oben zu stehen. Meinst du, das wird noch aufgelöst in der nächsten Folge? Also es gibt sicherlich eine Polizeiverhandlung, aber meinst du, man erfährt jetzt, ob sie es gemacht hat? Oder traust du aus der Lindenstraße zu, dass das auch so ein bisschen im Verborgenen bleibt, was genau passiert ist? Naja, man kann, nein, das wirklich nicht. Da kann man jetzt keinen Cliffhanger draus machen. Mhm. Man muss schon wissen, was Annas Schicksal ist. Okay, gut. Ja. Ich meine, bei München gibt es Frauengefängnis. Wenn man nach Augsburg fährt, da gibt es Eichach. Mhm. Da wird sie wohnen. Ne? Ganz einfach. Schon wieder. Ja, nun, das ist ja, haben wir lang viel Bücher lesen und so und dann, Also glaubst du auch, dass sie am Ende das sagen wird, sie hat ihn gestoßen? Naja, ich meine, ich denke schon, ja. Man kann ja spekulieren, ne? Ja, man spekuliert halt jetzt einfach, weil rein vom Technischen her gesehen, wenn man es sich langsam anguckt, einfach nur von der Action, ist er 1,50 Meter weg oder sowas von dem mindestens oder 2 Meter weg. Und sie ist eigentlich eher auf der Seite, an der Wand und so. Sie müsste ihn schon wirklich mit Kraft. Und er provoziert ja auch. Er sagt, du bist eine alte, dreckige Putze oder irgendwie sowas in der Art. Also er haut ja noch mal einen nach. Ja, ne? Natürlich. Also er sagt nicht nur, wie ungerecht er das findet, sondern er beleidigt sie auch noch. Kommt wieder mit dieser Aggression, mit der er ja auch schon öfter in Erscheinung getreten ist, auf sie zu. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sowas, ich will jetzt nicht sagen, das kann passieren, aber es ist zumindest realistisch, dass das so gelaufen ist, ne? Dass sie ihn dann da runterstößt. Ja. Und selber natürlich auch wieder erschrocken ist, oh mein Gott, was habe ich hier wieder gemacht? Und dann kommt natürlich Helga mit dem Satz des Jahres, hast du schon wieder jemanden geschubst? Und dann hast du ein bisschen das ist wieder so ein blitzartiger Kitsch-Moment. Ja, weil sie sagt es auch mit so einer Mischung aus Suffisanz und auch Erschrockenheit und Verwunderung, aber auch so ein bisschen ironisch auch. Zwischen Helga und Anna ist ja immer eine merkwürdige Beziehung gewesen. Ja, da ist ja die Spannung. Und da Helga hat auch ein bisschen Spaß dabei, ihr das zu sagen. Ja, das merkt man schon. Das ist auch wieder ganz fein inszeniert. Kann man ein bisschen Selbstgefälligkeit mit interpretieren, dass sie sagt, ja, jetzt haben wir dich nochmal erwischt, du Aas. Ja,
Ja, die ganze Folge über nervt Helga Anna ja schon, weil sie zum Geburtstag einlädt und immer taucht. Selbst als sie sich anketten, sagt Helga zu Anna, ach, dann können wir jetzt ja endlich mal in Ruhe sprechen. Ja, ja, genau. Also, sie nervt man weiß eigentlich gar, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht verstanden, warum sie dauernd diese Anna sprechen. Ja, sie wollte offensichtlich die verbindliche Zusage, dass sie zum Geburtstag kommt. Also das war erst so. Mehr nicht. Ich denke, mehr war da nicht. Und sie hat sich einfach ein bisschen genervt dann. Und dann macht Anna was Schlechtes und wer sieht es? Helga. Und wer drückt ihr eine rein? Helga. Das ist natürlich für beide Seiten dann interessant. Ja. Und auch gut gemacht eigentlich. Ich fand auch, man hat sich ja die letzten 2-3 Minuten der Folge nur darauf bezogen. Man ist nicht noch hin und her gegangen. Die anderen Geschichten waren fertig. Man hat da wirklich so einen Showdown aufgebaut. Auch cool, wie er den Ring ihr gezeigt hat. Hatte ich eben erst, als wir es nochmal angeschaut hat, gesehen. Da hat er so ein kleines Lichtchen. Der Ring, der funkelte richtig. Das war ein richtiges Stück, was ihr da gezeigt hat. Und hat sie damit natürlich auch irgendwie so vor vollendete Tatsachen gestellt. Und ja, man konnte damit sehr gut die Spannung aufbauen. Ja, ja, und sie hat genauso auch so ähnlich wie, sagen wir mal so parallel wie Nela, hat sie ja ihre eigene, wenn man so sagen will, Integrität, also das, was sie für richtig hält, ja, schwer verteidigen ja, müssen. Stimmt. Weil dieses Ding war sicher, dieser Ring war sicher. Also wir nehmen mal davon, dass es ein Brillant ist, ein Diamant, ein Brillant. Und dazu kommt ja noch der ganze Lifestyle, den sie bei ihm gehabt hätte. Ja, diese Badewanne. Ein paar Stunden vorher hat sie dann noch Sekt in der Badewanne getrunken. Ja, ja, wo er auch noch Platz hatte und der Badewanne, der war ja auch nicht drin. Ja. Er musste ja Homeoffice machen und so weiter. Nur ein anderes Thema, kommen wir nochmal schnell drauf. aber ich meine nur, das ist auch so etwas, wo eine Schnellentscheidung, die hatte ja die Entscheidung im Grunde schon vorher getroffen. Mhm. Ja, so. Im Vergleich zu Nela, das war die Spontanentscheidung. Die hat gesagt, okay, jetzt hätte ich ihn beinahe umgelegt und dann gehe ich als Turnierin ins Gefängnis. Ja. Und das möchte ich auch nicht. Stimmt, ja, ja, richtig. Ja, so. Ja. Mhm. Da hat gesagt, kommt in Deutschland schlecht und in Tunesien und dann wird sie da abgeschoben in Tunesien. Und dann in einem tunesischen Gefängnis. Und bei sowas ist ja auch, und das finde ich halt immer das Interessante bei solchen Sachen, wenn man quasi vom Opfer zum Täter wird, da ist dann ja auch egal, warum hast du die Tat getan. Das interessiert die ja alle nicht, ob der Klaus sie jetzt da vorher betrogen hat und so weiter. Da geht es ja dann nur darum, was hat sie gemacht. Absolut. Und deswegen muss man sich da schon unter Kontrolle halten. Das natürlich. Ja. Das geht einem dann schon, weil du bist ja als Ausländer hier auch, wenn du irgendetwas Kriminelles machst oder allein wenn du nur zu jemand anders ziehst in dieser Ehe, damit es keine Scheinehe ist, bist du ja kriminalisiert und dann geht es in ein Lager oder dann geht es ins Gefängnis am Flughafen und irgendwann bringt dich der Flieger dann nach Hause. Und da gehst du dann nicht zu Mami und die sagt, oh, bist du wieder da, mein Kind? Dann gehst du unter Umständen als Krimineller erst einmal in Polizeigewahrsam. Genau. Also man kann quasi die schon ohnehin schlechte Situation, für die man nichts kann, selber noch viel, viel schlimmer machen, auch wenn man moralisch vielleicht sogar Recht dazu hat. Zumindest irgendwas zu machen, dem anderen auch in irgendeiner Weise was anzutun. Ja, das kommt drauf, das Ausmaß des christlichen Bewusstseins. Genau. Ne? Und ob man Gleiches mit Gleichem vergelten möchte. Aber zumindest hat man ja das Gefühl, dass das einfach ungerecht ist, dass der andere dann glücklich ist und man selber dann nicht. Natürlich, das ist natürlich eine absolute Sauerei, aber so ist das Leben eben. Es gibt Einflüsse auf einen, wo man scheinbar verloren hat. Ja. Ja. Und da gilt ja der Spruch, den ich früher in meinem Studenten in der Wohnung auf dem Klo hatten wir so gewisse Sprüche. Ja? Mhm. Und da so ausgeschnittene von den Studenten, die vorher da waren. Die war schon leicht vergilbt, weil die haben auf dem Klo geraucht und da war alles schon ein bisschen abgeblättert. Aber da stand, das habe ich da tausendmal gelesen, deswegen kann ich es auch auswendig, Pech kann jeder Esel haben. Es kommt nur darauf an, was man daraus zu machen imstande ist, sagt Oxenius. Ja, das stimmt. Das stimmt, Und da hatte dann Anna eben auch wirklich auch eine Entscheidung, ihm mitzuteilen, obwohl sie es eigentlich auch schade findet, dass sie nicht diese Badewanne hat und dass es ihr nicht besser geht. Ja, ja. Und unattraktiv ist er ja auch nicht, wenn er doch nicht so viel schwindeln und das lügen war ja würde. In der Folge davor, hat sie auch schon gesagt, naja, wenn er mir ein bisschen was von seinem edlen Wein gibt, dann fällt es mir halt schon. Sie hat ja eine gewisse Zuneigung für ihn. Das war natürlich ja nicht so, dass er sich zu irgendwas gezwungen hat. Er war ja für sie auch eine Chance. Und sie haben ja auch. Und er hat sie auch wirklich gern gehabt. Ja, er hat gesagt, haben wir eine Stunde Zeit, wie so ein Lausbub. Und, und dann lagen sie in der Falle und haben neue Pläne geschmiedet. Und aus seiner Sicht hat er natürlich wirklich sehr viel getan, wenn er sogar auf dieses große Projekt verzichtet. Und dann will sie trotzdem nicht. Dann ist es auch klar natürlich, dass er dann sagt, ja, was soll ich denn noch machen? Spinnst du denn jetzt? Habe ich gar nichts mehr. Ne? Mhm. Ich finde es interessant, woher Angelina das Geld hat, so ein teures Hotel zu kaufen. Ich weiß ja, 2 Millionen hat sie geerbt vom Doktor. Ja. Und sie hat das Haus geerbt. Aber so ein Hotel in München, das kostet wahrscheinlich viel mehr als 2 Millionen. Ist ja
ist ja jetzt nicht so groß. Ich meine, das ist ja jetzt nicht das Steigenberger Hotel. Sondern wenn wir uns das Ausmaß anschauen, naja, das ist natürlich... gut, nachdem, genau, wenn man da ein Hotel einbauen will, ja. Dann, das ist so eine Art B&B-Hotel. Kann man ja natürlich auch, dadurch, dass sie die Immobilie geerbt hat vom Dressler und Geld, oder nee, sie hat das Geld, sie hat beides. Immobilie. Sie hat erst das Haus geerbt und das Geld hat sie da zusätzlich noch bekommen. Ja, genau, das Haus und das Geld, genau, richtig. Und das kann man ja beleihen dann oder sowas. Ja. Man kann ja darauf einen Kredit nehmen und dann mit der Bank zusammenarbeiten und so weiter. Deswegen wollte sie ja auch den Liebhaber Nico, den wollte sie ja nicht an sich ranlassen, weil sie war mit diesen Bankgeschäften total, war äußerst reizvoll am Waschbecken, mit so einem mit dem Nachthemd steht sie und der sagt, ja, könntest du dich mal wieder um mich kümmern, das ist auch eine schöne Szene. Und ja, das ging ja wieder ums Geld und sagt, geh weg. Wenn ich bei YouTube unter die Kommentare schaue von der Lindenstraße, dann, bei Nico wird immer geschrieben, der muss einfach seinen Bart abrasieren, dann mögen die Zuschauer auch wieder, also der hatte Problem, glaube ich, mit dem Aussehen. Das kommt offensichtlich nicht so gut an. Ist auch schon der dritte Darsteller der Rolle. Vorher war es ja Jeremy Mockridge von Bill Mockridge, der Sohn, der hat ihn ja schon gespielt. Den haben sie ausgetauscht, ja. Ja, genau. Der hat trotzdem weiter Karriere gemacht. Mhm. Also das waren alles. Die Familie Zenker kam gar nicht vor in dieser Folge. Nein, die waren gar nicht dran. Jack kam nicht mehr vor. Da gibt es ja schon ein Pressefoto, wo man sieht, dass Jack in der letzten Folge in das Haus zieht vom Dressler. Ja. Und ja. Also da wird offensichtlich, wir haben ja nur noch eine Folge Zeit, da muss jetzt alles irgendwie zum Ende geführt werden. Es hieß mal in ein paar Presseberichten, dass es möglich wäre, weiß jetzt nicht, ob es eine bestätigte Meldung ist natürlich nicht, aber dass auch damit mit dem Gedanken gespielt werden würde, die Serie mit dem Cliffhanger enden zu lassen. Aha. Das ist natürlich der Lindenstraßen. Ja. Super GAU, wenn man das macht, dann hat man natürlich die Serie nochmal. Wäre das möglich oder meinst du, es wäre eher so, dass am Ende alle im Akropolis sitzen und winken? Also beim Marienhof, das weiß ich zum Beispiel zufällig. Ja. Die letzte Folge vom Marienhof war so, dass am Ende, es spielte draußen auf der Bank und am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wie die Szene dann zu Ende ging von 2, 3 Schauspielern, aber dann kamen alle Leute an und haben in die Kamera gewunken, auch schon bereits verstorbene Figuren. Alle kamen und haben am Ende nur noch so gewunken nach oben, und zwar 2, 3 Minuten lang. Das war so das Ende vom Marienhof. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, wie man so eine Serie beenden will. Nein, das glaube ich nicht, dass so eine Winke-Winke-Szene oder sowas, das wäre auch ein Plagiat, das wäre ja kopiert irgendwie von der Serie, weil die kennen das aber natürlich Cliffhanger, auch. Das können sie doch nicht machen. Aber einen spannenden Cliffhanger, wo es irgendwie weitergehen muss, kann man ja nicht machen, weil da würde man auch sozusagen sein eigenes System verraten, das geht nicht. Mhm. Ja, so, das, man kann natürlich sagen, okay, wir hätten gerne die Lindenstraße weiter produziert. Es ist jetzt mal nicht so, ganz einfach. Aber es kann halt etwas sein, wo man wieder anschließen kann. Ich denke, ja, angenommen, die Lindenstraße würde, nehmen wir mal an, Sponsor und der sagt, ich investiere ja, in einem Geschäft und kriege mit dem WDR zum Beispiel, wenn man es auf demselben Gelände lässt, oder er investiert auf einem anderen Gelände. Das ist jetzt ein bisschen Fantasie aus dem Bauch raus. Irgendein Investor, ja, sagen wir mal so, einer sagt, ich habe hier, was weiß ich, 30 Millionen, ja, und ich weiß nicht, was ich jetzt mitmachen soll. Autos habe ich genug, Häuser habe ich auch genug und ich liebe aber gern, habe immer die Lindenstraße gern gesehen. Sagen wir mal so einer, ne, der da. Der sagt dann, okay, ja, wie die Häuser davon. Ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht in Gottes Hand, der Besitz, die Gebäude. Ne? Die kann man ja von den Fotos, kann man die wieder nachbauen. Das stimmt, ja. Das und man stimmt. Kann eine Halle daneben stellen oder eine Industriehalle nehmen, die es schon gibt, Industriegelände, baut dann irgendwie, das jetzt hier in, was weiß ich, in Warne-Eickel oder Dortmund, hier gibt es so viele offene Industriegebiete, gibt es auch in München, aber da gibt es nicht so viel. Hier ist halt diese, durch die Altindustrie, durch den Wechsel, kann man diese Straße wieder hinstellen. Wir haben ja auch mal mit dem Architekten gesprochen, also der diese Innenarchitektur macht und so weiter. Ja, ja. Der über die Renovierung, der Notwendigkeit der Lindenstraße gesprochen hat, der gesagt hat, okay, es ist halt vieles im Laufe der Zeit einfach auch verwittert. Genau, also man hätte auch, wenn man das jetzt im Stand halten wollte, hätte man in nächster Zeit mal wieder was grundsanieren müssen, damit das Ganze noch bautechnisch abgenommen werden könnte. Ne? Hat er nicht sogar auch zu uns gesagt, wir sagen ja keinen Namen, deswegen ist das, denke ich, okay, dass aktuell nicht mehr als 1, 2 Leute auf dem
im Haus da rumlaufen dürfen. Ja, damit das, sagt, genau, aus versicherungstechnischen Gründen, weil dann halt die Böden oder sowas, ja, diese Holzböden halt, und die Aufhängungen, das ist natürlich alles irgendwo aus dem Baumarkt raus, sagen wir mal so, ja, aus besseren Baumarkt. Genau, das war ja damals nicht für 35 Jahre gebaut worden. Nein, das war für 2 Jahre Experiment. Und dann wurden erst, glaube ich, später Dächer drüber gebaut, hinten. Mhm, vorher war das alles ziemlich offen. Das war, dass man es bald wieder abbauen kann und wegschmeißen kann. Ne? Ja, so, ja, klar, natürlich. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass einer sagt, okay, pass auf, wir investieren und wir haben immer noch eine Fangemeinde von, also wenn man jetzt rausgeht, sagen wir im Schnitt 2 Millionen oder 1,8 Millionen gezählt, ob das so stimmt, wie es so ist, wie auch immer. Das bedeutet heute für viele Sendungen schon ein sehr gutes Ergebnis für viele andere. Die haben nur 0,9 Millionen oder sowas. Ne? Und dass er das sagt, okay, wunderbar, ich könnte mir das vorstellen, das gibt ein Investment und wir nehmen einfach ein paar Darsteller und fangen einfach in ähnlicher Weise von vorne an, indem wir Darsteller nehmen, die halt jetzt rausgegangen sind. Das heißt, jetzt die Uralten nehmen wir wahrscheinlich nicht, die Uralten, aber vielleicht nehmen wir die auch als Alte, dass wir welche haben, die so wie Frau von der Marwitz, wird dann ersetzt von Gabi, Rolle Gabi Zenker. Rauch von der Marwitz. Hoffen wir, Schachtel. Hast du mit Anna Telluren auch viel zu tun gehabt, so hinter den Kulissen? Auf wenig. Wir hatten eigentlich, ich glaube, die gehörte, glaube ich, zu den Figuren, mit denen ich niemals eine Szene hatte. Das kann sein. Ich erinnere mich nicht, die Darstellerin so großartig. Ich finde, ja, du hast mir auch mal gesagt, dass sie gar nicht so weit entfernt von ihrer Rolle ist, sondern auch so gerne. Ach, war genau so, die war wie in der Rolle. Schön, auch hatte eine, aber war natürlich auch eine absolute komödiantische Darstellerin. Die hat sehr viel Komödie gespielt in Frankfurt. An der Komödie, das weiß ich noch, hat sie mir dann erzählt. Da war sie dann eben jahrelang und hat eben und eine ganze Karriere. Die gab es ja schon zur Nazi-Zeit, und so weiter. Ne? Ist erst letztes oder vorletztes Jahr gestorben, die Dame, die hat noch lange durchgehalten. 103, glaube ich, geworden. Ja, ist die 103 geworden. 102, 103. Wirklich? Ja, ja. Da hat hier Neuss gelebt. Also wirklich, wirklich legendär. Ja, wir sind gespannt. Und auch die Geschichte von ihr war gut, wo sie mit dem KZ-Aufseher verheiratet war. Das ist nochmal so eine Geschichte für unseren Produzenten einfach. Ja, da ist sie mit sich selber quasi in den Konflikt gekommen, weil sie da ja auch nicht drüber gesprochen hat. Dann hat sie ihre Enkelin das rausgefunden. Und das entsprach natürlich überhaupt nicht dem Image, was sie sich selber über all die Jahre gegeben hat. Genau, plötzlich musste sie Stellung beziehen, wollte aber eigentlich damit nichts zu tun haben und war dann gezwungen quasi. Sie hat ja sogar noch ihren ehemaligen Mann dann noch besucht im Altenheim, der dann schon sehr tatterig war und nichts mehr wusste. Ja. So war die ganze Geschichte ja aufgebaut. Und auch ihr letzter Mann, Ernst Hugo von Sahlen-Priesnitz, mit dem sie ja auch dann den Selbstmord begangen hat, war damit ja auch nicht einverstanden, hat sie auch damit konfrontiert. Also sie war sogar am Ende dieser Rollenfigur nochmal gezwungen, also die Amelie, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und eben nicht einfach nur so die lustige, alte, männermordende Dame zu sein, sondern sie war da schon... Ja, sie hatte dann auch, das war wirklich dann auch eine ernste, große tolle Geschichte, die man dann auch so einbauen konnte. Ja, und das ist halt auch dieses, sagen wir mal so, aus dieser Zeit heraus, weil diese Leute, die, oder auch wie der Mann, der dann der KZ-Aufseher oder oder KZ-Leiter oder sowas, dass diese natürlich auch dann nicht mehr leben. Also einfach diese, sagen wir mal, diese Zeitzeugenschiene aus der Nazi-Zeit, die hat halt in den 80er Jahren, als die Lindenstraße anfing, in den 90er Jahren und danach den 10 Jahren und den letzten 15 Jahren einfach wirklich parallel stattgefunden und jetzt ist es vorbei. Die meisten Leute, die man hätte noch irgendwie kriegen können, die sind halt jetzt dann schon tot. So haben sie es in dem Fall ja gelöst. Sie haben den Mann dann ja besucht im Altenheim. Der war halt schon so senil mit dem war nicht mehr ansprechbar. Und da war dann die Enkelin auch so enttäuscht, weil sie ihre Wut nicht mehr rauslassen konnte. Weil sie sagte, er ist ein armer, trauriger Mann. Und so hat die Enkelin eben auch deutsche Geschichte hinterfragt. Ja. Und das ist das, was man den Alt-68er dann immer sagt, ja, die Alt-68er, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das war ja die Hinterfragung, das war ja das Wissen wollen, was war eigentlich wirklich, was habt ihr denn eigentlich gemacht, dass es dazu kommen konnte, dass sowas überhaupt möglich war. Ja. Und
Vielleicht werden wir heute mal gefragt, wie kann es dazu kommen, dass wir alle plötzlich auf einmal nicht mehr miteinander reden sollen, nur weil irgendwo ein sogenannter Virus auftaucht. Ah, da wird man sich vielleicht in einem Jahr mal fragen lassen. Sei vorsichtig, welches, was du sagst. Ja, wer weiß. Ganz vorsichtig. Das ist jetzt mal auf die leichtere Schulter. Ich bin ja auch gespannt, ob du nächste Woche noch hier sitzen darfst. Natürlich sitze ich hier, absolut. Ich sitze auch auf der Fensterbank draußen. Wir machen die nächsten Podcast-Folgen nur noch über Skype. Ja, ja, also das, ich will das noch mal betonen. Das ist wirklich diese Alt-Nazi-Geschichten, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja selber mal, vielleicht hier schnell mal was ein, weil man ja immer sagt, der Rampelmann soll auch mal von sich erzählen. Das sagst mit du. München. Das das sehe ich schon aus den Kommentaren, dass sie sagen, das ist auch spannend. Während ich schon noch bei der Lindenstraße war oder schon bei der Lindenstraße war, gab es das 50-jährige Jubiläum der Befreiung der deutschen KZs. Oh ja. 1995. Ja, so. Und was ist das deutsche Vorzeige-KZ? Da in München, wo ich gewohnt habe? Dachau. Ja. War ich mal mit der Schulklasse, wie glaube ich jeder mal. Ja, wahrscheinlich. Eine Riesenfeier. Da habe ich gedacht, wow, machen die eine Riesenfeier? Und da bin ich dahin, persönlich. Mhm. Da war ein Aufgebot von vielen Leuten und das war unglaublich gespenstisch. Das war wirklich etwas, das hätte man in der Lindenstraße parallel mit reinnehmen können. Denn da waren vor der Bühne Bänke aufgebaut und die war für die sogenannten Ehrenplätze, da waren auch Politiker, Oberbürgermeister hat Rede gehalten, Ude, ja, so, der hat dann auch mal mitgespielt. Ja, richtig, ja, genau. Ude hat mit Helga Beimer zusammen. Ja, genau. Der hat auch mal den Bus spendiert. Alle 10 Jahre gab es einen neuen ausrangierten Bus aus München. Oder über solche Sachen können wir auch gerne einmal nochmal sprechen. Den Bus finde ich auch großartig. Ja, genau. Und dann, und auf diesen Bänken saßen die Ehrengäste, weißt du, wer das war? Ehemalige echte KZ-Häftlinge. Mm-hmm. Und im bayerischen Staat hat man nichts Besseres zu tun gewusst, als ihnen ein besonderes Image zu geben, auch für die Kameras. Und man hat ihnen wieder die weiß-grau gestreifte Anstaltskleidung angezogen und auch so eine Mütze und auch ein Tuch. Wenn sie die Jacke tragen wollten, haben sie die Jacke gekriegt. Zumindest hatten sie so ein Tuch um den Hals und auf der Mütze hinten und da stand auch wieder eingestickt, ich habe mich mit etlichen unterhalten und auch fotografiert und habe gedacht, das darf nicht wahr sein, hat man diese Leute wieder gekennzeichnet mit P für Pole, mit R für Russe. Sie waren wieder gekennzeichnet und die Fotografen durften, die damals Gott sei Dank überlebt haben, diese Personen wieder fotografieren. Ja, gespenstisch. Gespenstisch. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Und man wurde dann rumgeführt, man konnte überall rumlaufen und diese Gasöfen anschauen. Da ist aber nie jemand vergast worden. Dann war ein Mann da, ganz spannend, der kerniger Typ, war vielleicht 60 Jahre alt oder sowas oder 65. Soll ich, was machen Sie? Soll ich, bin ein Pulle. Und der hatte einen sehr guten Blazer an. Dann sage ich, ja, und Sie sind hier extra hergefahren? Ich war hier eingesessen. Ja, bis zum Schluss, vom Anfang bis zum Schluss, von 1939 bis 1945, als junger Mann, weil ich nämlich in Warschau irgendwo eine falsche Bemerkung zu jemand gemacht habe, wurde ich denunziert und ich wurde hierher gebracht und hier habe ich das überlebt. Ja. Und da habe ich mich mit dem 2-3 Stunden abgegeben und habe gelernt von dem Mann, wie man ein KZ überlebt. Der hat mir das ganze Rezept gesagt und ich halte auch Vorträge in deutschen Schulen. Ich komme ab und zu hierher, denn ich habe nach dem Krieg, als ich dann befreit war, bin ich hier geblieben und habe mich in eine deutsche, junge, hübsche Frau verliebt und die ist meine Frau geworden. Und er ist auch immer noch der Münchner Raum. Er wohnt in Polen, er ist Sportfunktionär, also sehr sportlich und er ist da ein Sportfunktionär, sowas wie Fußballclubs, Leitung oder sowas, irgendwie sowas. Und er hat nicht diese Strafkleidung angezogen. Und da habe ich mir zeigen lassen von ihm, wie man ein KZ überlebt. Da sagt er, wenn du zum Appell gehst und du hast 6-mal am Tag Appell, schon morgens um 5 bei Eiseskälte und es ist kalt, musst du immer den Kragen aufmachen, stramm ausschauen und einen gesunden Eindruck vermitteln. Das ist sehr, sehr wichtig. Du darfst dich nicht zusammenkrümmen, den Kragen nach oben tun und ein bisschen husten. Da wirst du aussortiert und kommst in einen Bereich, wo du Schwerarbeit hast und das überlebst du kein halbes Jahr in die Sandgruben. Da gab es so Gruben mit feuchtem Sand. Da war er mal da war ich aber auch mal zur Bestrafung. Da habe ich irgendwas falsch gemacht und so weiter und so weiter. Und da hat er gesagt, da hinten waren die Baracken für die Priester. Da waren die Baracken für die Kommunisten. Das, so wie man in Lindstraße auch Bilder herstellt, erstanden von mir die Bilder diesen Baracken mit den Leuten. Sagt er, und wenn du überleben willst, musst du immer schauen, dass du rauskommst aus dem KZ. Also da hätte man einen Film machen müssen.
Und ich bin immer draußen gewesen, habe Holzarbeit gemacht, in dem Sägewerk. Mhm. Und ich hatte mich mit einem kleinen Mädchen befreundet. Und das kleine Mädchen habe ich ein bisschen gezwinkert, habe ich gesagt, nett gesprochen. Und habe gesagt, ich habe ein bisschen Hunger. Und von da ab hat das kleine Mädchen mir immer ein Laibbrot unten unter das Holz an die Seite. Und ich habe den ganzen Tag ein Stück Laibbrot immer in die Hand genommen, in die Tasche zerkrümelt und immer gegessen, immer gelutscht und den ganzen Tag den Laibbrot gegessen. Und als Austausch habe ich ihr dann Stoff gebracht, den habe ich unter der Jacke geschmuggelt, aus der Kleiderkammer oder aus der Schneiderei, wo die SS-Uniformen aus hochwertigem Stoff gemacht worden sind, denn die Deutschen hatten auch keinen Stoff für einen Anzug oder sowas von dem Vater. Und das ging monatelang, sagt er, dadurch habe ich überlebt, du musst es draußen essen und musst dadurch immer sozusagen dafür sorgen, dass du genug zu essen hast und gute Arbeit und du musst rauskommen zur Arbeit. Dann überlebst du. Die drinnen geblieben sind, haben nicht überlebt. Wahnsinn. Ja. So was hat er mir alles erzählt und mit dem habe ich mich dann noch lange geschrieben ab und zu mal. Ah ja. Sagt er, und immer musst du Leuten sagen, immer weiter verbreiten und so weiter, dass ich da war und dass ich da... Weißt du noch, wie der heißt mit Vornamen? Das weiß ich nicht mehr auswendig. Nein, das tut mir furchtbar leid. Ja. Ich hab das aber im Aktenordner. Er hat mir dann eine polnische Fahne geschenkt, also auch Unterlagen gegeben. Ja, ja, ich habe Fotos gemacht von ihm. Das wäre eine nette Geschichte, kann man mal im Internet verbreiten, weil ja, er lebt natürlich wahrscheinlich einfach nicht mehr. Und ja. Das ist auch aber das ist dann, Thema. Was das ist aber dann auch gut, dass er das dann geschafft hat, jetzt zum Beispiel nicht nur bei dir, wahrscheinlich auch bei vielen anderen 100 Leuten, seine Geschichte weitertragen zu lassen. Ja, ne? Ja, ich war mit Sicherheit der Einzige, weil er hat sich lange mit mir befasst, wir sind dann lange gegangen. Schön, ja. Ich habe ihn interviewt, ich dachte, Mann, und habe dann die anderen beobachtet, die diese Uniform anhatten. Ja, ja. Und da war dann ein Junge, war dann vielleicht 12 Jahre alt oder sowas, mit einem von den sehr alten Leuten in meinen Augen mit so einer Mütze. Und dann sind die weggegangen und der Kleine hat dann seinem Opa, das war der Opa, an die Mütze gegriffen und hat sie ihm vom Kopf gerissen und sagt, Opa, das tun wir jetzt weg. Mhm. Und dann, ja, sehr faszinierend. Also sowas, diese deutsche Geschichte, immer parallel auch zu dem, was eigentlich in der Lindenstraße ja, hat, sicher, mit Onkel klar, Franz ja. oder mit der Rolle Olaf oder mit dem jungen Nazis. Sowas sind natürlich auch Sachen, quasi, wenn man sich auf diese Weise dann innerhalb einer Feierlichkeit wieder damit identifizieren muss, aber mit dem Abstand und mit dem Wissen von heute ist es sehr emotional für alle Beteiligten. Ah ja, absolut. Das war für mich auch familiär. Meine Hintergründe in der Familie, die auch damit zu tun hatten, dass man damit nicht übereinstimmt. Da habe ich gedacht, ach, hier sind die, weil sonst triffst du die ja nicht. Ich meine, nee, richtig, klar. Wo triffst du die Leute? Vielleicht... Mein Opa zum Beispiel, ich weiß bis heute nicht, ob der damals was mitgemacht hat oder nicht, weil es gab Themen, die waren einfach tabu. Ja. Er hatte eine Kugel im Arm, das war bekannt, die hat er wohl immer im Arm gehabt, das wusste ich, das hat er auch erzählt, habe ich vom Krieg und so weiter, aber inwieweit, in welcher Beteiligung oder mit welchem Gedankengut oder mit welcher heutigen Sicht auf die Dinge, das habe ich nie erfahren. Das hat er mit ins Grab genommen, diese Geschichten. Ja, ja, und darunter leiden ja viele. Oder haben als junge Leute viele Leute gelitten in den 50er, 60er Jahren, die gesagt haben, sag mal, Kinder, Vater, kannst du es einfach mal sagen, was du da gemacht hast? Ja, genau. Das ist, also wäre bei meinem Opa nicht gegangen, das kann ich dir sagen. Ja, du kannst dir da nicht ohrfeigen, hast ja auch Respekt, aber du kannst wenigstens sagen, jetzt lassen wir es uns nicht mehr gefallen, das gibt es ja nicht. Ja, wo alle leitende Funktionen, Richter, waren auch alte Nazis und so weiter und so weiter. Ne? Man musste das Land ja auch irgendwie verwalten, weil, wie hat der Adenauer gesagt, mit einem Pfadfinderclub kann ich das Deutschland nicht verwalten und aufbauen. Ja, stimmt. Ne? So irgendwie, lass ich mal. Ja, wie kommen wir jetzt zurück zur Lindenstraße? Also das ist sehr, sehr schön. Also gerade solche Geschichten, die sind eigentlich ein extra Podcast wert. Und das ist natürlich alles so am Rande dessen passiert. Das sind auch so Geschichten, die natürlich auch, wenn wir jetzt über Lindenstraße reden, auch mit der Zeit, die du erlebt hast, mit Situationen, die du in der Zeit auch erlebt hast, natürlich auch für dich in deinem Kopf auch streng verknüpft. Ne? Wenn du... Siehst du, was ist in der Lindenstraße derzeit gelaufen? Ach, das habe ich gespielt. Ja, zu der Zeit habe ich ja noch das und das erlebt. Das passt dann natürlich irgendwie dann auch wieder zusammen hier. Ja, ja, ich gehe ja auch zu solchen Veranstaltungen hin und schaue mir das dann auch an. Ja. Also, dass man einfach mal schaut, was ist eigentlich Sache, ne? In der Politik oder wenn es irgendwas gibt oder mal damals Franz Josef Strauß eine Rede anhören, sich einfach mal Marienplatz stellen und bewundernswert für mich als junger Schauspieler, ich stand da, ich glaube, der hat 2 Stunden am Stück geredet, aber ohne ein Manuskript und ohne dass es im Grunde langweilig war und es hat gejohlt und gepfiffen und es war also der konnte vom Leder ziehen, ich weiß nicht genau, der war gnadenlos. Du hattest mal gesagt in den letzten Wochen, du hast eine Fanclub-Liste.
Das hat sich ein Hörer hier zu Herzen genommen und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und ich habe dir jetzt eine Hausaufgabe mit. Es wäre schön, wenn du noch einen Fanclub suchst und die Fanclub-Liste irgendwann in den nächsten Wochen mal mitbringst. Du hast ja gesagt, da gab es damals zum Jubiläum 1995 oder so um den Dreh, hast du gesagt, glaube ich, mal auch so eine Liste mit ganz vielen Fanclubs, die teilweise nur ein paar Mitglieder hatten, ein paar mehr. Aber es wurde offensichtlich auch seitens der von Geißendörfers Fernsehproduktion, Filmproduktion auch gesammelt und auch in irgendeiner Form wurden die Fanclubs auch kontaktiert, ne? Ja, die wurden gepflegt. Gepflegt sogar. Ach, die wurden nicht nur kontaktiert, das war eine eigene Fanclub-Pflegestation sozusagen. die wurden auch aufgebaut und die wurden dann dargestellt und kontaktiert und eingeladen zu Veranstaltungen. Genau. Ich würde dir dazu mal eine kurze Sprachnachricht vorspielen. Der Ingo aus Celle hat uns eine geschickt. Der hat auch uns erlaubt, dass wir die hier abspielen. Olala. Denn der hat damals auf ganz kurzem Wege, um noch bei einer der Veranstaltungen zu sein, die exklusiv für Fanclubs waren, noch schnell einen Fanclub gegründet. Ich hätte viele Fragen, aber was ich gerne mal wissen würde, weil der Franz Rampelmann in dem ersten Podcast gesagt hat, er hat noch eine Fanclub-Liste. Wir haben damals, damit wir an diesen Lindenstraßenparty 1996 als geladener Fanclub teilnehmen konnten, haben wir auf die Schnelle einen Fanclub gegründet, der nannte sich Rotes Feuer Effizienka. Das war, glaube ich, April 96. Oder vielleicht schon 97, so die Zeit. Wir waren zwar alle Lindenstraßen-Fans und haben das auch immer geguckt, aber in dem Fanclub ist nie irgendwas gelaufen, weil halt alle die Serie zwar geguckt haben, aber nie aktiv am Fanclub-Geschehen teilgenommen haben. Um aber an diesem Treffen teilzunehmen, haben wir auf die Schnelle den Fanclub Rotes Feuer Effizienka gegründet. Und mich würde halt mal brennend interessieren, wenn der Franz Rampelmann noch Fanclub-Listen hat, ob es diesen Fanclub tatsächlich noch gibt. Weil Aktivitäten haben wir nie gemacht. Wir wollten aber unbedingt an diesem Treffen halt teilnehmen. Ansonsten mach weiter so, der Podcast ist genial. Du sagst, du hast noch eine Liste. Wie umfangreich ist das denn? Wie kann man sich das vorstellen? Da sind über 20 Fanclubs drauf. Das heißt, die werden wir sozusagen, wir haben ja jetzt noch einiges vor uns. Ja. Und das, ich denke mal, da wäre es dann auch angebracht, dass wir... Ich werde das auch schon mal vorbereiten. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht einfach mal die Telefonnummern einfach mal durchtelefoniere. Das ist dann auch ein schon mal privat vorher für dich. Ja, dass man bitte, halt weiß, welche Telefone sind überhaupt noch geschaltet. Genau. Das sind natürlich zum großen Teil Festnetznummern. Ich habe mal reingeschaut. Ich habe zum Beispiel keine Festnetznummer. Hast du noch eine? Ich habe noch eine Festnetznummer. Ah, okay. Ja. Die kam da mit und das ist auch gut so. Mhm. Die ist auch dreifach von einem ISBN. Früher hatte man ja sehr viele Festnetznummer auf einer Leitung zum Beispiel. Ja, stimmt. Also du würdest das quasi uns so weit vorbereiten, dass du die Liste nicht nur mal mitbringst, dass wir die Namen durchgehen, sondern auch mal guckst, ist da überhaupt noch jemand von dabei? Ja, da mache ich mir den dabei. Sport drauf. Ja, gerne. Ja, wäre natürlich auch gut, wenn man das mit aufnehmen könnte. Hallo, grüß Gott, hier ist der Rampelmann und da wollten wir schauen. Und so, um Gottes Willen, hat der Mann. Ja, also wenn du einen Lautsprecher am Telefon hast, dann kann man das sehr leicht aufnehmen, kann ich ja, dir sagen. Ja, genau. Ne? Kannst du so, mit dem Handy aufnehmen und vielleicht die Person nachher fragen, ob wir das benutzen können für diesen Podcast. Ja, dann kann man vielleicht daraus was Kleines, Lustiges zusammenschneiden. Irgendwie so. Ja, zack, zack, zack. Das ist so. Ja, Überraschung, ne? Überraschung. Und wir rufen an. Ja, genau. Das ist natürlich ein hervorragender, kreativer Gedanke. Ja. Und dann machen wir es so. Einfach, dann lege ich einfach, ich habe ja verschiedene Handys und mit Aufnahmen. Genau, wenn du ein paar Aufnahmen hast, schickst mir die zu und ich mix daraus mal so 2-3 lustige Minuten. Das wäre, denke ich, eine gute Sache. Schauen wir mal, wen man da noch erwischen. Ja. Wenn die noch da sind. Also ich meine, du hast ja das Glück, dass die Rolle Olaf sehr präsent war und wer einen Fanclub gegründet hat, der wird sich natürlich an dich erinnern. Also da wird ja keiner rangehen, der sagt, wer sind sie denn? Also entweder freuen die sich oder sie sind nicht mehr erreichbar. Ja, diese beiden Varianten hast du eigentlich. Naja, ich denke schon. Ja, ich denke schon, dass die meisten, dass sie nicht sagen, oh Gott, das lassen wir mal Ruhe. So, jetzt war ja der Irrtum meines Lebens. Nein, aber ist das auch süß, dass der Ingo hier sagt, ja, ich habe den Fanclub schnell gegründet, weil es hieß, diese Aktion ist nur für Fanclubs. Ja, dann machen wir schnell einen. Ja, das und, ist ja... Gute Idee. Aber die waren zwar zu dritt, haben gesagt, wir machen Fanclub. Wir hatten ja die merkwürdigsten Arten von Fans, auch aus dem Osten zum Beispiel, weiß ich noch, aus unserer Osttour. Da blieben wir auch mal zwei, die waren, ich glaube, so Art wie ein Zwillingspärchen, junge Mädchen. Ich esse nebenbei einen Apfel, falls es jemand möchte. Genau, aber nicht das Mikro sprengen. Oh. Gott im Himmel. Das war so. Ja. Und auf jeden Fall, die blieben auch sehr treu und die haben dann Fotos gemacht und dann mit diesen Fotos, Fotomontagen und so weiter. Also es war irgendwie, es war sehr,
Wir hatten sehr abenteuerliche Leute auch. Die haben in sich als Fans sich was einfallen lassen, kreativ. Ja. Ja, also der einzig mir wirklich bekannte Fanclub jetzt aus der letzten Zeit ist das, der heißt Jour Fix. Die machen so Treffen mit Schauspielern, laden jeden einmal ein, irgendwie jeden Monat oder alle paar Monate. Und Jour Fix ist natürlich sozusagen die den kennst du auch. Wohlorganisierte, wohltemperierte Dauereinrichtung, die nie aufgegeben haben. Ja. Und André heißt der Fanclubleiter, der war in den 90ern auch schon in Talkshows und hat die Lindenstraße überall verteidigt und ist da sehr, sehr, sehr engagiert und mit dem können wir so einen Podcast auch machen, weil ich glaube, der weiß noch mehr als wir beide zusammen. Ja, also die wissen alles und das ist auch sehr, sehr nett in den Treffen. Ich war da ja auch oft, die hatten dann ein Lokal gepachtet, da war die Pächterin, ja, auch ein Fan. Dieses Lokal hieß Wundertüte. Ah ja. Das war dann am Bahndamm hinten in Köln und da waren dann Treffen und da war dann immer ein oder zwei Schauspieler und das Lokal war aber in dem Sinne einige Stunden geschlossen und erst später hat es dann am Abend aufgemacht. So hatten wir das für uns und da waren dann, was weiß ich, 20 Leute da und es gab Wein und oder Bier und Kaffee und irgendwelchen Rambazama und ich glaube, man hatte ab und zu mal auch eine auf so ein Betttuch oder sowas, ne? Ja, Betttuch cool, aufgespannt ja. und dann oder eine Art von Leinwand und dann mal Lindenstraße. Ja, ist so natürlich auch eine tolle Sache, wenn man so als Fanclub einen Schauspieler einlädt und mit dem man so eine Folge schaut und sowas. Das ist natürlich durch dieser Fanclub und viele andere haben es ja offensichtlich geschafft, von euch in gewisser Weise akzeptiert zu werden und auch supportet zu werden und da geht ihr gerne hin. Gab es auch mal das Gegenteil, dass es irgendwie, dass ihr mal Leute vom Gelände jagen musstet oder dass es so zu krasse Sachen gab das. Nein, so ein Anti-Fanclub. Hater, wie man sagt heutzutage, gab es das auch? Hate-Clubs? Nein, es gab halt ich glaube, sowas kann ich mich nicht erinnern. Okay. Es gab halt in dem, sagen wir mal, als das Internet dann, in dem Internet-Chat mit den Kameras, als das dann weiterging, gab es natürlich viele, auch mal eine Zeit lang viele Idioten, die haben einfach Blödsinn reingeschrieben. Ja, oder halt auch richtige. Ich glaube, das war auch politisch richtige, rechte, ekelhafte Geschichten. Ja, also wo du alle reinlässt, kommen halt auch alle rein. Das ist so. Das muss man dann schnell sortieren, moderieren, rausschmeißen. Das ist gerade in den frühen 2000ern mit den Chats noch viel unkoordinierter als heute es schon oft ist. Also das ist schwierig. Mhm. Ja, klar. Ja. Und da wurde dann auch irgendwann mal beschlossen, weil es einfach zu viel Personalarbeit war, die Idioten rauszuschmeißen, dass man das Ganze einfach dann wieder sein lässt, dass man das nicht macht. Das ist die Konsequenz, ja, dann, oder? Klar. Und dann waren die Schauspieler selber auch, glaube ich, schon so ein bisschen abgefressen an der ganzen Angelegenheit, weil sie wollten sich dann auch nicht mehr stundenlang in den Drehpausen davor setzen oder noch länger da bleiben. Man kannte es schon, also der Reiz des Neuen war nach ein, zwei Jahren auch wieder verflogen. Ja, sicher, klar. Und dann haben sie gezielte Interviews gemacht. Dann haben gesagt, um so und so viel Uhr sitzt dann Annemarie Wendel vor der Kamera und sie können dann eine Stunde lang da die Fragen stellen. Mhm, und das war vom Pressebüro dann lanciert. Und da gab es dann halt Leute, die hatten dann fünf, sich gedrängelt, Fragen zu stellen und so weiter. Ja. Und da gab es ganz einfach halt dann in dem Räumchen mit dieser Kamera, die man hingestellt hat. Und dann gab es entsprechende Bilder und wieder dazu auf den Plan genommen, nach dem Motto, dann und dann gab es dann so eine Vorausplanung, wann man da zu erscheinen hat. Und dann gab es die Geschichten, die man halt so erzählt hat. Und das war ganz nett. Und das wurde dann mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob sie es aufbehalten haben, ob es da schon eine Art Screening oder wie sagt man, Monitoring gab. Mhm. Keine Ahnung. Und jetzt ist wieder die Feuerwehr draußen. Das ist aber gut hier. Mein Leben. Hier wird Leben gerettet, in Düsseldorf ist noch was Zentrum los. Zentrum des Wahnsinns. Jetzt ist er weg. An manchen Tagen höre ich die 15 Mal, an anderen Tagen gar nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, absolut. Ja. Also so, das ist halt mit den Fanclubs, dann gab es den in der Schweiz eben, diesen Mutter-Weimer Fanclub. Ja, das sind klar. Natürlich die wohlgeordneten, das Gegenstück zu dem Jour Fix. Die haben nie locker gelassen. Die kamen dann auch zu Fanclub-Treffen mit selber gebackenen, interessanten Sachen, die irgendwie, was weiß ich, einer gebackenen Lindenstraße oder sowas, so einer Torte oder sowas und mit ihrer Mutter Beimer und keiner von uns hatte einen Fanclub, der auch nur annähernd so wertvoll organisiert war, also als Einzelperson. Ja, klar. Ja. Also ich dachte mal, ich kriege auch mal einen, aber das war auch so ein Gründungsschicksal, das wurde gegründet und irgendwie relativ schnell ist es dann wieder explodiert, da hat sich keiner mehr gekümmert. Olaf Fanclub, haben es ein paar probiert, aber irgendwie
Ja, dann habe ich es auch wieder vergessen. Gutes Stichwort hast du eben gegeben mit den wohlorganisierten Fragen und dann daraus Interviews stellen. Man kann Fragen einsenden und dann gibt es ein Interview, sowas ähnliches mache ich jetzt ja auch mit dir. Ich habe ja auch ein paar Fragen für dich da. Wir haben ja eine ganz, ganz tolle, ganz lange Nachricht bekommen von einem Lars Jackson aus England sogar. Das habe ich dir auch weitergeleitet, ganz langen Text geschickt, dass ich auch sehr bedankt, dass du hier mitmachst und aus England dann sogar sich noch weiter für Lindenstraße interessiert, das ist natürlich über das Internet auch gut möglich. Er hat eine ganz klare Frage, die ist eigentlich auch keine besondere, aber kann man natürlich auch mal machen. Er hat gefragt, eine Frage hätte ich an Franz nach der Lindenstraße. Habe ich keine Auftritte im Fernsehen von ihm gesehen oder habe ich es vielleicht verpasst? Und darin anschließend seine Frage, ob das daran lag, dass du in Castings eher schon als Olaf verschrien warst oder wolltest du auch gezielt irgendwann mal nicht mehr so viel Schauspieler? Also das ist natürlich eine ganz klare Angelegenheit, dass die prägnanten Rollen wirklich als das gesehen werden, was sie in der Lindenstraße sind. Mhm. Ja, so, das ist ganz klar. Weil je ausführlicher und prägnanter man sich macht und die Sache gut macht, umso unvergesslicher ist man für jeden Produzenten, weil der kriegt das ja auch mit, da ist also, so oft gesendet. Wenn du woanders mitspielst, würde ich auch erstmal sagen, da ist der Olaf zu sehen. Da braucht es eine gewisse Sendezeit, bis man die andere Rolle annimmt. Ja? Ja, das ist, also dieses, sagen wir mal, von Serie zu Serie hüpfen oder sagen wir mal, da wieder rauskommen, das ist in Deutschland gerade mal einem Dutzend Darsteller gelungen. Das waren aber meistens diejenigen, die dann schon zentral geführt worden sind. Ja. Wie zum Beispiel der Schauspieler, der Dicke da, Otti Fischer, wenn er noch dick ist. Ja, zum Beispiel. Bestimmt, ja. Ja. Oder der, wie heißt der Kollege noch, der zum Beispiel. Wobei ich bei dem auch immer an den Bullen von Tölz denke. Das liegt vielleicht daran, dass ich das halt öfter gucken musste. Ja, aber ich habe dann in einer Serie gespielt, die hieß, warte mal, wie hieß das Ding? Nicht der Gerichtsvollzieher, aber da habe ich einen Gerichtsvollzieher gespielt. Otfried aber da hat auch eine große Rolle gespielt. Otfried Fischer kommt auch aus Bayern, ne? Da hat auch so eine Talkshow, Ottis Schlachthof hieß das, glaube ich. Und er hatte immer das große Talent, dass er er konnte ja sehr schnell sprechen, konnte sehr schnell auf den Punkt, auch politisch ganz schnell Sätze raushauen und so kleine Feinheiten da runterbringen. Und am Ende hat er dann meistens so ganz leicht so einen Mundwinkel angehoben, um zu sagen, so, jetzt ist fertig, der Witz ist beendet. Er hatte so einen ganz feinen Humor in seiner, obwohl er natürlich ein großer gestandener Mann ist, hat er irgendwie es geschafft, so auf den Punkt zu formulieren und dann auch mal einfach mal so ein paar Sekunden nichts zu machen. Ja. Also er ist als Schauspieler, aber vor allem auch als Kabarettist einfach in einer ganz starken Schiene unterwegs gewesen. Ich kannte, kenne habe ich schon zuerst lange. Nicht so verstanden. Als Kind konnte ich gar nichts mit dem anfangen, aber ich habe ihn später erst irgendwann so für mich neu entdeckt, muss ich sagen. Ja, das ist so ein bisschen hinterfotziger Humor. Das sagt man so ein bisschen leicht hinterhältig, so verschmitzt nach dem Motto, merkst du es oder merkst du es nicht? Ja, genau. So guckt er dann auch so hoch. Dann so guckt mal so in die Reaktion, da sagt so, von mir kommt nichts mehr. Also wenn ihr das jetzt nicht gecheckt habt, ich fand es ganz lustig. So kommt es dann rüber. Ja, das hat sowas. Also du meinst, die Festlegung ist schon ein Problem. Also man muss auch sich dann... Es kommt darauf an, ob man es als Problem sieht. Wenn man natürlich denkt, von der Illusion ausgeht, du kommst mit so einer Rolle aus der Lindenstraße raus und dann spielst du, was weiß ich, irgendeinen Bäckereiinhaber oder spielst einen Rechtsanwalt hast einfach ein Bärtchen und einen feinen Anzug an und keine Wolljacke mehr und auch nicht und gehst auch nicht raus und sagst, Mama, was ist denn los da draußen? Schneit schon wieder. Dann hat man sich geschnitten. Also das ist in unserem Land vor allem sehr, sehr stark noch in Gebrauch, dass man diese Serienfiguren wirklich sehr zentralisiert sieht. Da manche leiden darunter fürchterlich, wie zum Beispiel der Herr Kollege Götz-George, der immer als Schimpanski verschrien war. Der hat es aber geschafft, natürlich mit einer unglaublichen Anstrengung und auch schon in einer Größenordnung, wo er vorher war, dass er halt auch aus den Karl-May-Filmen, wo er war und verschiedene Rollen, dass er dann exquisite andere Rollen spielen konnte. Ja, so. Das hat er dann schon in, wie heißt das Ding, Stonk, glaube ich, oder sowas, von Herrn Dietl oder sowas. Aber das erfordert sehr, sehr viel Agenturarbeit, sehr viel Engagement. Mhm. Und er hat immer, glaube ich, zwischendurch gelitten, weil er sagte, ich bin nicht Schimanski. Ja. Aber für die meisten, die halt die anderen Filme nicht sehen, ist er das. Und das muss man wissen, das wusste ich aber vorher. Ich bin ja gar nicht als kleines Kind. Also auch als du rausgegangen warst aus der Lindenstraße, war für dich klar, so jetzt ist auch hier erstmal so ein kleiner Break drin und dann gucken wir, was die nächsten Jahre bringen. Aber für den Moment ist man dann damit, also warst du zumindest damit im Reinen.
Naja, im Reinen ist es so eine Sache. Man ist natürlich schon gern Schauspieler. Also ich hätte mich ja nicht gesträubt, wenn ich mir gesagt hätte, ach ja, das ist ja super, dass Sie jetzt frei sind und so weiter. Wir hätten dann ersetzen wir im Reinen statt im Klaren. Du warst dir darüber bewusst, dass das so sein kann. Dass ja, ja, habe ich gedacht, naja, da könnte man was anderes spielen, weil, wie gesagt, also es ist ja auch, ich mag den Beruf hier. Und dann ist es einfach so, dass man dann schon mal gucken muss, wo lebe ich. Ja? Mhm. Oder man geht in ein anderes Land. Kann man auch machen. Kann man sagen, okay, ich war in Hollywood auf der Schauspielschule, da ist die Konkurrenz groß, aber oder nach Australien, da bin ich dann auch sowas wie der Gung, ne? So wie unser Chines, bin ich dann ein Exot oder ich kann Gott sei Dank sehr gut Englisch oder nach London, dann ist man halt da der deutsch sprechende Schauspieler, ja, da kann man Karriere machen, eine bestimmte, wenn es denn passt, kann aber auch sein, dass es gar nicht geht, dass sie sagen, meine Güte, ja. Also was ich ja wirklich durch diesen Podcast bemerkt habe, ist, dass du viel, viel, vielseitiger bist, als ich im Vorfeld gedacht habe. Oh, vielen Dank. Also, dass du die Rolle super gespielt hast, das steht ja außer Frage. Ich glaube, da gibt es auch keine andere Meinung. Aber darüber hinaus hast du halt so viele Facetten auch hier schon so dargelegt, dass das sicherlich für dich sogar möglich gewesen wäre, dich davon zu lösen, wenn das perfekte Angebot da gewesen wäre oder wenn es sich halt ergeben hätte. Manchmal. Ja, naja, es ist so. Weißt du, es hat ja auch ein bisschen, es ist eine Typfrage. Ja. Jetzt, wenn eine Zeit noch vergeht und man sieht dann wirklich anders aus, weil man einfach älter wird und reifer und sich dann in anderen Rollen aufhalten kann, das kann eine Chance sein, wenn man halt den entsprechenden Regisseur und Produzenten trifft oder mit ihm zusammenarbeitet, dass er sagt, okay, mir ist sozusagen diese Präsenz, die du jetzt zeigst, da passt du genau auf diese Rolle rauf. Ja, und er sagt eben, und das fechte ich durch. So, das erfordert natürlich auch immer ein bisschen... Klar. Klar, also im Geschäft... Mehrere Leute, die da abnicken. Der das durchsetzt und die sagen, ach nee, können wir nicht und so weiter. Das ist doch die erste Lindenstraße. Und ich denke mal, da werden die Chancen, und das ist wieder halt, ja, Glück im Unglück oder das Gute, wenn man sagen kann, okay, die Lindenstraße ist wirklich etwas in der Form, wie sie jetzt da war. Ja. Ein Stück Kult und Vergangenheit. Ja. Und die Darsteller, ja, entweder sind sie noch im Geschäft und spielen was anderes. Und davon gibt es ja einige, die noch weitermachen wollen. Ja, sicher, na klar. Und machen was anderes. Oder da klappt es halt nicht. Oder sie haben halt auch nicht die Erfahrung mit. Ich hatte ja vorher schon eine Karriere gemacht. Ich hatte schon ein paar Karrieren gemacht. Das ist auch das, was Marie-Louise Marjan in jedem Interview jetzt immer sagt, dass sie sagt, naja, ich habe ja vorher schon 25 Jahre Theater gespielt. Klar ist das ein großer Teil meines Lebens. Und klar werde ich jetzt von euch darauf reduziert. Aber für mich persönlich ist es nun auch nicht so unbekannt, dass eine Rolle endet und wieder was Neues kommt. Ja, das gehört ja zum System, weil man hat auch die Rollen wieder verloren am Theater, die man gern gespielt hat. Und manche Rollen, Gott sei Dank. Ne? Also ich habe noch so viele weitere Fragen für dich. Mal gucken, ob wir das schaffen. Wir haben noch so circa lass mal noch so eine halbe Stunde machen, aber bin ja da. Mit der Bitte um kurze Antworten, mal sehen, ob das funktioniert. Erstmal schreibt einer, der heißt Pumpkin Strikes Back, Franz Rampelmann ist wirklich zu jedem Thema unterhaltsam, ein unentdecktes Podcast-Talent. So, das nimmst du jetzt mal so an. Oh, das ist natürlich schon, ich erinnere mich, ich gucke nämlich gerade mal, ja, ich habe das auch, da muss ich sagen, ich lese ja auch die Kommentare, das ist ja jetzt nicht so, Gott sei Dank, dass ich jetzt einfach nur hier rausgehe und dann erst eine Woche wiederkomme und mich umsonst nichts kümmere, aber das war natürlich etwas, wo ich sagen muss, da hat der Mann eigentlich recht, ich meine, oder ist das seine Frau, Jore oder Jorel? Also, das ist schon der Nächste, jetzt hier oben. Moment, wen haben wir da gehabt? Wo ist das Talent? Das Zweite. Pumpkin Strikes Back. Ja, ist das ein Mann oder eine Das Frau? Weiß man nie so genau. Das weiß man beim Namen nie so genau. Vielleicht magst du dich mal melden und ein Foto schicken. Dann können wir vielleicht... Ja, Pumpkin, schicke mal ein Foto, damit wir wissen, wer das sagt. Der Jorel 13 hat noch gesagt, die Ursache für Dr. Dresslers Behinderung war meines Wissens nach der vom Griechen Bürschel, warum er das Wort wohl benutzt hat, verursachte Verkehrsunfall. Das stimmt natürlich, klar. Und als wir darüber gesprochen haben, ging es uns auch eher darum, welche Krankheit oder welche Beschädigung hat er davon sich getragen. Das war natürlich nie, warum er die Behinderung bekommen hat. Das ist natürlich groß in der Serie thematisiert worden. Das war schon klar. Er hat den Vasili da auch ordentlich leiden lassen. Er musste da nochmal so richtig den Diener geben. Und irgendwann kam der Punkt, wo Vasili gesagt hat, das ist jetzt genug. Das ist auch ein interessantes Thema, was wollen wir auch mal sprechen kann. Wenn jemand anderen leiden lässt, weil er sagt, du bist schuld. Und irgendwann dreht sich das aber auch. Und dann sagt der andere, ja, aber geht's auch nicht in die Unendlichkeit weiter. Du musst auch irgendwann mal stoppen. Machen wir dann in Podcast-Folge 320. LSD SL Fortani oder so hat geschrieben,
Ein sehr schönes Kompliment, fand ich. Julia, mit der Lindenstraße kann ich rein gar nichts anfangen, aber was du mit dem Rampelmann stundenlang besprichst, ist einfach göttlich. Das ist das, was wir haben wollen, ja? Dass auch jemand zuhören kann, der mit Lindenstraße nichts anfangen kann und trotzdem zwei schöne Stunden hier. Ja, das ist ja, natürlich. Das ist eigentlich das beste Kompliment. Ein tolles Kompliment, weil also auch, dass jemand aufmerksam zuhört und sich mal reinhört in ein für ihn jetzt vielleicht eher eine für ihn etwas fremdere Welt. Genau, ja. So ein Dauerserien-Dasein. Vielleicht kriegt er Lust, 1758 Folgen zu gucken oder halt noch ein bisschen mehr so über die Machart. Du erzählst ja auch viel über die Machart der Serie und über das Drumherum und das ist ja eigentlich für Leute, die sich irgendwie mit Fernsehen oder so beschäftigen wollen, interessant, weil da sitzt natürlich jemand, der Experte ist. Ne? Also ich habe zum Beispiel noch nie eine Folge Dallas geguckt, warum auch immer, aber wenn du jetzt dir den Dallas-Fanclub vorstellst und sagst, ja, pass mal auf, in der Folge gab es die Verzweigung und da ist mal das und das hat man in Deutschland gar nicht gesehen, dann hör dich zu, weil ich das dann wieder interessant finde, wenn mir jemand ein bisschen was erzählt, wie sowas funktioniert. Ja, eben, weil ich meine, natürlich weiß man heute technisch mehr als wie früher. Früher hat man die Leute ja mit technischen Einfachheiten sowas von beschissen am Theater, dass alles zu spät war. Aber ich denke, die Bereitschaft für Illusionen war auch unglaublich groß. Das kann sein, keine andere Chance das hatte. Stimmt, ja. So am Theater wird zum Beispiel, wie der Regen gemacht wird oder der Donner. Ne? Gibt es ein Blech, gibt es da am Theater. Mm-hmm. Ein sogenanntes Donnerblech. Das ist da hinten und da geht der Requisiteur hin. Und auf Stichwort hat er so ein Blech, das mit so einem Griff oben, das ist vielleicht so ein Quadratmeter groß. Aber ist doch cool. Und das also, schüttelt er so. Das ist dann wenigstens live gemacht und dann ist es auch authentisch, als wenn das alles über irgendwelche Lautsprecher kommt, was ja dann per se künstlich wirkt. Wenn du, das muss er in dem Moment da donnern, das ist doch toll. Ja, da donnert es dann und dann und dann Heimatfilme oder Heimatstücke oder sowas, wenn es am Berg spielt oder so bayerische Stücke und dann kommt wieder ein Schicksal über das Liebespaar genau. Und im Hintergrund. Und dann gibt es eine Regenmaschine, das ist auch was, ist alles mechanisch. Gibt eine Regenmaschine, die ist so, pass auf, Moment, das sind dann so Drehkörbe, wo man so Kurbel dran hat. Okay. Und da sind so das immer wieder. Sowas wie Erbsen drin. Mhm. Und da, je nachdem, wie schnell man das dreht, umso dichter ist der Regen. Mhm. Ja? Mhm. Wenn man es nur so ganz langsam tröpfeln lässt, dreht man lang, dann regnet es so ein bisschen, ne? Wenn die dann mit dem Regenschirm gehen. Aber wenn der Sturm pfeift, dann müssen zwei hinten gehen, denn es gibt ja auch eine Windmaschine. Und dann braucht man zwei Requisiteure. Ja, sicher. Es ist auch so ein rundes Teil, wo ein Tuch drüber gespannt ist, über so glatte Latten. So, das sieht aus wie so ein Hamsterrad. Ja? Kennst du Hamsterrad? Oder Hamster so läuft? Ich hatte ganz viele Hamster, alle zwei Jahre einen neuen. Ja, die auch. Ich hatte sogar weiße Mäuse. Aber interessant, wir reden jetzt über weiße Mäuse, oder? Ja. Nein, wir reden noch über Windmaschine. Ich mache morgen Hamsterkäufe. Ja, genau. genau, aber kauf keinen Hamster. Also, und diese Windmaschine, da ist ein Tuch drüber gespannt. Ja. Und da kann man dann wirklich den Wind machen. So. Ja, klar. Und je nachdem, wie schnell der das dreht, ja, umso mehr pfeift der Wind und peitscht den Regen. Ein anderer muss parallel den Regen machen. Und dann hat man ein absolutes Unwetter. Und der Beleuchter dämmt dann während der Zeit die Scheinwerfer. Und vielleicht hat er einen, den er so ein bisschen blitzen lässt. Ah, den lässt er sogar schnell. Setzt man den Fokus auch noch auf das Geräusch Regler, drauf. Ja, ja. Ganz primitiv. Ganz Regler nach oben. Tung, 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 tung. Dann blitzt. Ja, wenn man auch sehen würde, mit welcher Begeisterung er das hier vormacht, du bist halt wirklich Schauspieler und Theatermensch durch und durch. Ne? Das ist schon. Naja, durch und durch, das habe ich Erfahrung. Ich komme aus einer Theaterfamilie, so, aber ich bin halt nicht am Theater aufgewachsen. Ja. Das kenne ich nur aus Erzählungen. Ja. Also wir hatten nur in einer Kiste die Theaterfotos. Ich bin nur so, mit Fotos aufgewachsen. Okay. Ja. Völlig ohne, bis ich dann halt im Bauerntheater unten in Schliersee selber beim Schurplatten war. Und da waren wieder solche Sachen im Hintergrund, schon ein bisschen alt und verstaubt. Okay. Aber die haben ja Heimatamt und Heimatstücke aufgeführt. Aber da war ich nie dabei, ich war nur beim Tanzen, nur beim Schurplatten. Ja. Der Felix Leidig hat auch mehrere Kommentare geschrieben. Okay. Es ist übrigens nicht so, dass wir schlechte Kommentare auslassen. Es ist einfach noch niemand gekommen, der gesagt hat, der Rampelmann ist ja langweilig. Das ist einfach noch nicht passiert. Also es wird nichts weggemogelt. Es ist einfach so, er schreibt auch, ich fand es wieder richtig toll, der Rampelmann. Der Herr Rampelmann ist so sympathisch, da werde ich richtig zum Fan. Folgendes wäre noch toll, wenn ihr über Dresslers Tod und die Testamentsstory in den letzten Wochen reden könntet. Die fand ich nämlich gegen Ende nochmal sehr gut und berührend. Fand ich auch. Ich fand, lief ja im Dezember, Januar, diese ganze Dresslers Tod und der Umgang mit dem, den Leuten Aufgaben gegeben, bevor sie das Erbe antreten dürfen. Jack muss dann entscheiden, wer hat welche Aufgaben nur richtig befüllt. Vasili hatte ja die große Aufgabe,
ihm ein Denkmal zu setzen. Dann hat er erst die Straße umbenannt in Dr. Dressler Straße, was rechtlich schwierig ist. Und dann war aber das große Denkmal war einfach dann eine große Gyrosplatte. Genau, richtig. Das hatte ich sehr gut gefallen. Ja, Carsten und Frank, die mussten wieder zueinander finden, die mussten so quasi ihr Kriegsbeil begraben und dann über so verschiedene Erinnerungen aneinander ranfinden. Tanja hatte ja so eine ganz merkwürdige Aufgabe. Sie sollte eigentlich sich trennen. Hat sie nicht gemacht und hat dadurch die Aufgabe dann erfüllt. Also war auch irgendwie ganz nett. Tanja hat man seither auch nicht mehr gesehen. Ich hoffe, die kommen in der letzten Folge nochmal vor, Sibylle Vauri. Wie fandest du die Geschichte mit dem Testament? Ja, die war natürlich ausführlich und auch sehr spannend gemacht. Wie es halt bei Testamenten so sein soll. Ich meine, wenn man schon ein Testament hat und das die Sachen da auswalzt, dann soll es auch richtig spannend sein. Und die ganzen Schicksale. Ich sehe das so aus meinem ganzen Background, von dem Wissen her, und ich kann falsch liegen, aber ich sehe mal so, dass sich der Herr Produzent in der sozusagen die Sache so reingeschrieben hat, dass das sozusagen konstruiert ist. Er praktisch in seinen Absichten, in seiner Art und Weise, wie er gerne die Sachen geregelt hat und dramatisch gestaltet wissen möchte. Ja, wenn man das so kompliziert sagen kann, dass er die Sachen, die er eigentlich machen will oder machen würde zum Schluss von der Serie, den Dressler hat spielen lassen. Ah, okay. Ja, das heißt, Dressler ist gleich Herr Geisendörfer, der dann eine Art von Vermächtnis aufsetzt und für diese ganzen Leute ein spielerisches Testament aufsetzt. Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Man hatte natürlich, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber durch diese Testamentsgeschichte hat man ja auch die Möglichkeit gehabt, die Geschichten voranzutreiben, dass man auf ganz kurzem Weg über mehrere Folgen den Leuten nochmal eine ganz, ganz schnelle Geschichte gibt. Plötzlich jetzt heiraten die, zack, die haben sich wieder vertragen, zack. Angelina denkt plötzlich mal übers Leben nach und versucht irgendwie dann doch das Richtige zu tun, haben sie ja das so benannt, dass sie einfach mal auch mal sich in anderen Menschen reinversetzt, was will da einfach. Und da hast du recht, die haben es durch diese Testamentsgeschichte auf eine recht spielerische Art geschafft, die Geschichten nochmal voranzutreiben, weil so viel Zeit war ja nicht mehr da. Und gleichermaßen den Dressler auch nochmal so als Strippenzieher da zu missbrauchen. Ja, absolut. Ich meine, das war ja auch an der Zeit, dass er vielleicht, dass er stirbt oder sowas, je nachdem, wie man, also jetzt als in der Rolle natürlich. Und aber dass er halt fit ist als älterer Herr, ist mir schon klar. Aber das muss man ja auch spielen, sowas. Klar, klar. Und da ist auch die einzige Figur, weil die anderen haben sie ja alle schon, jetzt bin ich gesagt, zum Teufel gejagt, sondern die sind einfach rausgeschrieben worden und sind ja schon tot. Ja, das ist auch schön gemacht. Also diese Todesszene, er hat das auch gut gespielt, finde ich. Die Todesszene von ihm. Ja, genau. Wie er sagte, so jetzt ist es vorbei. Ja. Lieb deine Kinder. Ja. Und es hatte also zwei Aspekte. Diese erste Mal hat es eine Art von komprimierter Möglichkeit gegeben, Szenen, wie du auch schon immer sagst, komprimiert darzustellen zum Schluss. Das heißt, im Grunde diese ganzen Tätigkeiten, die sie vollbringen mussten, hätten sonst normalerweise 1 bis 2 Jahre Drehbücher gefüllt. Richtig. Beim Einfall ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Also diese ganze Vererbungsgeschichte. Da so nochmal dran gedreht und das Ganze. Und das wurde dann einfach zackig erledigt. Also Erbschaftsgeschichten, wer erbt jetzt welches Haus, wer ist da würdig, wer ist da unwürdig, wer trickst jemand aus, wer kommt nochmal zurück, also das die Rolle Jack, dann kam nochmal der Liebhaber zurück und hat dann die, sozusagen sie nochmal aufs Neue geliebt und man könnte sich eine Zukunft mit ihnen ja auch vorstellen. Das hätte man früher länger gemacht, weil auch die Krankheit von ihm, wie geht das eigentlich, wie wird man die Krankheit los oder was passiert noch? Ja, das ging natürlich auch sehr schnell. Ja, also das ging sehr schnell und die Liebe, aber schöne Szene und dadurch lassen sich halt punktuell, also ich fand die Szene zum Beispiel wunderschön, wo sie sich da in der Werkstatt da so ein Bett gemacht haben auf der Ladefläche von so einem Lieferwagen. Das fand sie immer schön, okay. Das war doch wirklich schön in dieser verdammten Werkstatt. Dann war es ja auch noch Winter, wahrscheinlich war es vielleicht, gut, manche Werkstätten sind warm geheizt, aber da konnte man auf der Lastwagenfläche, ach herrlich, und dann... solche Sachen halt einfach nochmal und das glaube ich, das hat er sich dann sozusagen als, weil er will ja auch gerne der Schöpfer sein, er will ja der sein, der nicht nur Drahtzieher, sondern Schöpfer, ist ja wichtig. Dann gab es die Szene dann sozusagen in dem Pseudo-Himmel, also zwischen Himmel, Hölle, Wahnsinn und Psychiatrie, da ist er jetzt nochmal als Schöpfer aufgetreten, aber das war ja dann einfach nur stumm und ganz kurz mal.
Aber die richtige Schöpfergeschichte hat sich dann in der Rolle Dressler dargestellt, finde ich. Richtig, und, ja, stimmt. Hat die und Figur. So, und das ist ja auch irgendwie ein bisschen realistisch, weil Dressler war ja über all seine Jahre immer so ein bisschen derjenige, der er schon leiten wollte. Notfalls hat er jemandem Geld gegeben, damit seine aktuelle Liebe dann doch die Lehrstelle bekommt. Er hat halt immer versucht, so die Strippen zu ziehen aus dem Hintergrund. Ja, ist damit meistens dann natürlich auf die Nase gefallen, aber er konnte immer nicht so recht akzeptieren, wenn was nicht so lief, wie er wollte. Immer mit einem guten Denken. Er war jetzt, hat jetzt nicht so böse Gedanken entwickelt wie Olaf dann irgendwann, so extreme. Aber er wollte. Nein, also das mit der Drogendame, das war schon ein bisschen extrem. Was mit der, welcher Drogendame? Ach so, ja. Die hat er ja umgelegt. Sanja Wisierski, ja, da hat er keine, ja, stimmt. Bitte, also das. Stimmt, das war extrem. Ja, das war schon extrem. Aber das ist. Olaf hat ja nie jemanden umgelegt, ehrlich gesagt, ne? Nein, Olaf hat, glaube ich. Nein, die Handgranate, das haben wir alles überlebt und genau, so weiter. Da ist und nichts. Nichts passiert. Ja, der hat sich einfach irgendwann am Ende mit einfach allen verscherzt. Das kann man vielleicht sagen. Aber nicht mehr viel. Ja, aber man kann ja gar nichts dafür. Er war ja immer ein Opfer, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Das hast du wohl falsch verstanden. Capandra fragt, wieder eine tolle Folge. Ich nehme an, das bezieht sich jetzt auf uns. Zum Verständnis, Franz Rampelmann sagt, er wäre von Anfang an als Olaf vorgesehen gewesen. Dennoch tauchte die Rolle in einigen Folgen der 80er mit einem anderen Schauspieler auf. Lag das jetzt daran, dass er nicht aus München weg wollte zu dieser Zeit? Also ich habe das dann versucht, ein bisschen nachzurecherchieren. Ja, ja. Es gibt tatsächlich, ich habe dir auch schon mal geschickt, eine Szene Bild. In dem Kiosk damals, wo ein anderer Olaf da war, aber nichts oder fast nichts gesagt hat, mit seiner Frau. Und die haben da, hat Else den Kiosk geführt, das war irgendwann zweites oder drittes Jahr. Also da kam Olaf vor, aber er hatte einfach gar keine Funktion, außer dass seine Frau Else kurz ins Gewissen reden oder so. Der saß da nur rum, genau. Kommt Fritz oder ein Leberkäse, genau. Hat er da verziert. Ich nehme an, dass das einfach so unbedeutend war, dass man dich gar nicht erst gefragt hat dafür, oder? Also von der Szene wusste ich bis vor kurzer Zeit überhaupt nichts. Also offen gestanden, es ging an mir völlig vorbei. Irgendwann sagte, glaube ich, die Wendel mal, ja, da hat es schon einen gegeben, gell? Ja, der hat einmal das gesprüht oder so. Aber das wusste sie auch nicht mehr genau, weil das war ja in dem Kiosk von einem Italiener, der dann später abbrannte oder sowas irgendwie, auch vor meiner Zeit. Genau, also erst war es der Kiosk von Gottlieb Griese, dann war es die Bücherei und dann hat er... Also das ist für mich alles eine Zeit, da war ich ja nicht dabei. Ja, das kannst du ja noch nachträglich nochmal alles anschauen. Da gab es ja noch hunderte Folgen. Zuletzt hatte Enrico da seine Pizzeria. Völlig richtig, aber ist richtig. Alles richtig. Ja, die Rolle Enrico, ja genau. Ein notorischer Raucher, da weiß ich auch noch, der Schauspieler von Enrico war, also ein knorriger Italiener, der wohnte in dem Gebäude, wo ich auch untergebracht war. Die Marianne Roger hat sehr von ihm geschwärmt bei mir im Interview, erzähl nichts Falsches. Nein, ich, knorrig, aber gut verstanden, aber nicht so viel gesprochen. Auf jeden Fall kommt dann in der Früh, muss man sich vorstellen, werden wir ja abgeholt. Das heißt, damit man wirklich zum Drehen kommt, hat man nicht gewartet, ein bisschen Hintergrundinformation, dass jeder mit seinem eigenen Auto oder vielleicht mit dem Bus kommt, wenn er kein Auto hatte. Viele kamen ja nicht mit dem Auto, die kamen ja von woanders her, wohnten in einem Hotel oder in einem Apartment und wurden dann geholt. Wir hatten also zwei Leute, die wirklich die Schauspieler mal geholt haben. Ihr wurdet immer abgeholt? Wir wurden immer, wenn wir das wollten, ja. Ah, ja. Ich meine, jemand, der unabhängig war, wie zum Beispiel manche Damen oder sowas, die kamen mit dem eigenen Auto. Die mussten halt dafür sorgen. Oder auch der zum Beispiel Bill Mockridge zum Beispiel, der Kollege, kam immer mit dem eigenen Auto. Aber Leute, die halt aus anderen Städten kamen, wie die Polin oder wie der Saal Priestnitz, der kam aus der Schweiz oder ich aus München, wir hatten ja kein Auto hier. Das heißt, man wurde geholt, was aber den Vorteil hat für die Unternehmung, die Leute sind da wirklich da. Ja, ne? Ja. Das heißt, sie können es selber steuern, sie können sagen, dann wirst du abgeholt, dann... Ja, gibt es einen Plan, absolut, es gibt einen ganz strengen Plan. 7:15 Uhr, bums, musst du da unten auftreten. Und der klingelt nicht immer, der sagt 7:15 Uhr bis vorm Haus oder sowas. Ne? Das ist Hollywood, das ist sehr streng und du bist zu spät. Auf jeden Fall komme ich dann runter und dann in den Kleinbus rein und dann haue ich mich da rein und wer sitzt da, der im selben Gebäude wohnt, der auch abgeholt worden ist, der von Pavarotti die Rolle gespielt hat. Also hieß der Guido Gagliardi. Guido Gagliardi saß da morgens um 7 mit einer brennenden, filterlosen Zigarette in der Hand im Auto. Und da habe ich dann sozusagen, das kostete mich eine Zeit lang seine Sympathie, weil ich gesagt habe, hör mal, das ist wahnsinnig, ich stehe hier, ich werde völlig verrückt. Doch, das ist ja, du musst ja nicht so empfindlich sein. Oder so.
Raucher haben es ja gar nicht gern, wenn man ihnen sagt, sie sollen nicht rauchen. Ich weiß, das habe ich auch schon erlebt. Äußerst, äußerst, äußerst empfindlich, weil sie dann sich diskriminiert fühlen. Das muss man auch verstehen, weil sie sowieso ja, allerdings rauchen. Natürlich derjenige, der nun gerade in so einem kleinen engen Raum den Rauch ertragen muss, fühlt sich wahrscheinlich auch nicht gerade wohl. Nein, es geht auch, im Job geht es nicht. Das heißt, du arbeitest ja mit der Stimme. Ja. Und Sänger, der hätte ihn erdolcht, wenn ein Sänger eingeht. Das stimmt, gesagt, ja, klar. Der fährt nicht mit, der fährt nicht mit. Der sagt, ja. Dankeschön, bestell mir ein Taxi. So, ja. Zahlt ihr doppelt. Und ich habe dann halt mich mit ihm dann kurz mal ausgesprochen. Dann hat er die irgendwie rausgeschmissen. Er war aber die ganze Fahrt über stinksauer. War überhaupt kein Erfolg. Ah, okay, ja. Und ansonsten war der Kerl nicht lustig, aber der war auch so. Der kam immer aus Mailand mit dem Zug. Der flog nicht. Der hat eine lange Strecke gehabt mit dem Nachtzug aus Mailand. Der hat ja am Ende, kurz bevor er selber gestorben ist, noch so seinen Serienbruder gespielt. Ja, ne? das war eine ganz komische Geschichte eigentlich. Enrico ist dann verstorben, aber sein Bruder Natale war noch da und sollte dann dieses Casarotti, hieß damals das Restaurant, übernehmen. Ja, und dann ist er halt in Wirklichkeit gestorben und dann ist die Rolle natürlich rausgefallen. Also das war fand ich ein bisschen seltsam. Das ist ein bisschen seltsam, aber das sind so ein bisschen so Machenschaften, also wo man jemand also in eine so seinen eigenen Tod spielen lässt. Das kann für viele Leute auch so belastend sein, das sage ich jetzt mal so, dass sie eventuell danach auch krank werden oder sowas. Das ist ein großes Wort. Steile These, ja. Aber das ist einfach, ja, weil viele haben ja, ich meine, Angst vorm Tod. Ich meine, klar, wer hat es nicht? Ich meine, bitteschön. Ja. Und dann wird das, wenn man sich dann da reinfühlen muss, das hat ja auch immer mit Einfühlen zu tun. Das war bei Enrico auch noch so ein langer, schleichender Tod. Er war ja dann auch, das hing, glaube ich, auch mit dem Busunglück zusammen. Er war da ewig im Koma. Da musste Isolde noch entscheiden, dass sein halbes Bein abgenommen wird, damit er überhaupt im Leben bleiben kann, obwohl er da schon liegt. Das war ganz lange gezogen. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ja. Und dann lag er da natürlich einmal als die Rolle, aber parallel stand er auch am Krankenbett als der Bruder. Und das war natürlich eine sehr, sehr starke Belastung, das könnte ich mir schon vorstellen. Also da ist nicht jeder gefeit. Also das hat schon, das hatten wir ja öfters. Wir hatten ja öfter Leute, auch den älteren Herrn, der von Anfang an dabei war, der dann gestorben ist, der Yoshi Benner, Herbert Steinmetz. Mann, von dem dann, da gibt es auch diese Geschichte, er muss ja auch Geschichten erzählen, der musste dann in einem Sarg drin liegen. Und man sah ihn dann in der Szene in den Sarg drin liegen und dann hat er da rein, war etwas eng der Sarg, irgendwie wurde dann mir berichtet und dann war abgedreht und irgendwie haben die Leute dann, sind die Leute halt dann, weil es Mittag war schlagartig verschwunden und er kam alleine nicht aus dem Sarg raus, ja, so. Und irgendwie, wenn du dann in der Halle bist, du hast ja selber mal so eine Besichtigung gemacht, du bist in der Halle, wenn alle in der Mittagspause sind und es ist keiner da, dann hört dich keiner. Verstehst du? Die haben gedacht, der krabbelt da halt selber raus, wie die Schauspieler das dann so machen. Die stehen vom Tisch auf oder kommen aus dem Sarg. Und er kam eine gewisse Zeit nicht raus und hat sich dann irgendwie gefürchtet. Es war nicht angenehm für ihn, in einem Sarg zu liegen. Ja, sicher. Und sowas kann was im Geistigen ja auch erregen. Und dann, klar, dann hast vielleicht, du, wenn du sowieso schon mit. Dich sowieso schon irgendwie nicht wohlfühlst oder irgendwie, das ist richtig, ja. Ja, genau. Viele wollten auch, die haben, glaube ich, es gab auch welche, die waren bei ihrer eigenen Beerdigung dann aber als Zuschauer dabei. Ja, ja, das gab es öfter. Da können wir nochmal, also das war ja, die seltsamste Variante war ja damals, ja, guck schon auf die Uhr, wir machen gleich Schluss. Nein, wir kriegen dich alle Fragen unter. Die seltsamste Variante war damals die Elisabeth Dressler, die quasi sich als Mann verkleidet, ans Grab gestellt hat und den Doktor dann zum Grab geschoben hat. Also das da fällt mir noch was ein. Halt, nicht ausschalten. Kapandra, vielen Dank, das hast du alles mit deiner Frage angerichtet. Jetzt sind wir beim Thema Beerdigung gelandet. Ja, das ist doch wichtig. Beerdigung und der Tod, das ist doch Geisendörfers Steckenpferd. Das stimmt. Das ist ja, Beerdigung gab es ohne Ende. Also da gab es, das war eine Beerdigung, Hochzeiten, das sind die großen zwei Themen der Lindenstraße. Das sind die Highlights. Und da gab es eine Beerdigung, wo wir, weiß ich noch, draußen drehen mussten. Und da sollte es regnen. Ab und zu muss es ja auch mal regnen. Ja. Ja? Und wir hatten dann, da es nicht wirklich regnete, hatten wir die Feuerwehr da. Feuerwehr hat so einen dicken Schlauch und die können das so einstellen, dass es von oben regnet. Interessant. Ja? Dann wird so vor die Kamera wird's geregnet und die Schauspieler werden auch ein bisschen nass, haben einen Schirm und so weiter. Dann hat die Rolle Dressler sitzt ja im Rollstuhl. Und jetzt hatte der Rollstuhl durch die Füße vorn raus. Ne? Ja. So. Und da haben sie ihm schon einen Schirm gegeben, ne? Ihm selber. Aber der Schirm war nicht so groß, dass er über die Füße mitging. Ja klar, wenn man natürlich ein bisschen nach vorne geht. Ne? Ja, genau, hast du so einen Schirm.
Und dann wurden halt, da man das 20 Mal gedreht hat, hat er dann angefangen zu mosern. Er hat gesagt, Kinder, das ist ja furchtbar. Ich bin völlig, unten völlig patschnass. Und wir drehen das nochmal. Also es ist einfach ekelhaft. Und dann hat er sich echt beschwert. Und da war auch dann keiner, der ihm die Socken ausgezogen hat, gesagt, komm, ja, du machst dir wieder trockene Füßlein. Nein, der arme Kerl, der arme Mann, der durfte auch nicht was anderes spielen, der konnte sich auch nicht irgendwie helfen. Ja, sicher. Man hat ihm aber auch keine Plane gegeben, weil das wird ja komisch aussehen. Ja. Bei der Beerdigung kommt man und es fängt an zu regnen, da hat man dann nicht irgendwann Müllsack parat. Ne, sondern naja, wenn man das Problem öfter hat als Rollstuhlfahrer mit dem Schirm, hat man vielleicht doch irgendwann... Aber er hatte keinen größeren Schirm, sie gaben ihm keinen. Und er musste mit uns mit und hat gelitten, das weiß ich noch. Hat er recht gejammert. Ja, sowas kommt dann vor. Eine sehr schöne Frage für dich, da kannst du auch noch aus dem Vollen schöpfen. Appendix Berlin hat geschrieben, wieder so eine tolle Folge, vielen Dank von Appendix? Franz. Appendix? Entschuldige, ich muss unterbrechen. Appendix ist doch der Blinddarm, ja, oder? Ja, also bei dem Namen ist alles möglich. Okay. Ich habe meinen Blinddarm übrigens noch. Achso, ja. Von Franz würde mich neben vielen weiteren tollen Anekdoten und Erklärungen mal interessieren, mit welcher seiner Serienfrauen er sich privat am besten verstanden hat. Ich glaube, habe da schon Ines rausgehört, ebenfalls vielleicht fairerweise ohne Nennung von Namen, ob es im Ensemble auch Dieven oder unangenehme Menschen gab, mit denen man privat nicht so viel zu tun hat, dem man aus dem Weg gegangen ist, schreibt er. Und wenn ja, auch vielleicht eine Erklärung, wie sich sowas geäußert hat, wenn jemand Höhenfluge bekommt. Wir wollen den ganzen Schmutz, schreibt er. Erstmal die positive Frage, mit wem hast du dich noch gut verstanden? Ein anderer Hörer hatte mir nämlich geschrieben, du hast dich wahrscheinlich mit der Pia Lorenz-Darstellerin gut verstanden, weil das zwischen euch sehr harmoniert hat. Ich glaube, das ist... das war hier etwas drunter, das war Jörg Martini, der hat auch gefragt, mit welcher Partnerin haben Sie am liebsten gedreht? Als Zuschauer hatte man den Eindruck, das hätte mit Frau Natascha Bornemann als Pia Loris besonders gut funktioniert. Bornemann heißt die. Wie hat er das geschrieben? Bornemann hat er geschrieben. Ich schau mal, wie sie heißt. Gar kein Problem. Ja, die heißt Natascha Bornemann. Und das war eine ganz, das absolute Spezialfigur. Und wir haben uns, das war etwas, das war völlig unkompliziert mit ihr. Also das war wirklich, und... Du hast recht, sie heißt Bonnermann. Bonnermann, ja, macht ja nichts. Und auf jeden Fall war das eine, das hatte sowas ein bisschen zigeunisch, ja. Das hatte so ein bisschen was, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen was Durchtriebenes. Und so in einem bestimmten Einverständnis, also mit der musste ich auch gar nicht viel herstellen. Ah, okay, so, ja. Also hat er schon recht, wenn er merkt, das hat direkt so... Absolut, ja. Das hat so die Wellenlänge von Olaf, der so die leichte Charme, Erotik und Heimtücke, so ein bisschen, ja, sowas. Das hatte der Olaf ja auch. Und da haben sie was ausgeheckt zusammen. Und wo sie dann, gibt es ja die Schöne, der so ein Bild gibt es immer, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo im Netz ist, aber wo er so an ihrem Busen so hängt oder liegt. Ah ja, doch. So irgendwie doch, und doch. Sie raucht gerade eins und sie denken gerade über das Geschäft nach. Ja. Sie hat so ein rotes sie hat ihm ja dazu Hemdchen verholfen, an, dass er seinen Laden wieder bekommt. Sie hat ihn ja gemietet und ihm dann übergeben. Dann hat er sich seinen Schuhladen dann da drin gemacht. Ja. Genau. Also es witzig, ich fand die auch toll. Ein Freund von mir, hast du auch kennengelernt, der Oliver, mit dem ich bei dem Flohmarkt damals war, der hat auch gesagt, seine Lieblingsszene ist, wo Else erfährt, dass Pia eine Hure ist, wo Else dann wieder mal vollkommen durchdreht. Ja, das hat auch ihre Wellenlänge getroffen mit dieser gewissen Eintücke. Genau, Eintücke. Im Vergleich zu Mary und Claudia Ranzo war sie mit Pia ganz einverstanden. Ja, absolut. Ja, doch, das war ihr was, das war ihr die Nächste und... die nächste aller, und die andere war halt dann, die Ines war auch, da war sie dann halt einfach eifersüchtig, weil die war lieb und die kam ja mal als in einer Szene, wo sie, genau weiß ich noch, an der Tür, wo die, wo sie sich bedanken wollte, dass der Olaf ihren Vater gerettet hat vom Stromschlag. Mhm. Der hat doch so einen Stromschlag gekriegt. Stimmt, und der Olaf hat ihn irgendwie weggerissen. Ja. Dadurch hat der Mann überlebt und da kommt die dann, Birgitta und die Rolle Ines an die Tür eben
und sagt, darf ich Sie mal umarmen? Und Else ist im Hintergrund und dann umarmt sie den Olaf und sagt, danke. Ja, so. Mhm. Und ist ganz fromm und ganz liebes Mädchen und ganz süß. Und naja, sie war immer so ein bisschen so ein Hausputtchen, ne? Gerade ja. So am Anfang sehr, sehr, aber sehr konservativ. Sehr fein, auch sehr, und ein ganz liebes Mädel so. Ne? So und Else im Hintergrund wie ein schwarzer Rabe taucht auf. Was war denn das? Da sagt sie dann, das hat ja ganz merkwürdig ausgeschaut. Beinahe hätte sie dich geküsst. Mit einer solchen Bosheit. Ja. In dieser Altmutter Eifersucht, dass es da wieder jemand geben könnte, weil der wohnte ja bei ihr, war der Mannersatz, hat alles gerichtet. Richtig, richtig. Und das ist, fand ich übrigens sehr schade. Ich meine, ja. Wolfgang Grönebaum ist ja irgendwann verstorben. Ja. Und tatsächlich sind Else und Egon ja nie wieder zueinander gekommen. Es gab ja diese Scheidung und der Egon war dann bis zum Schluss hart zu ihr und wollte auch wirklich, hat sich auf nichts eingelassen, egal wie es ihr ging, auch als sie da den Schlaganfall hatte, dass es ihr schlecht ging, er wollte sie nicht pflegen. Er hat das so durchgehalten. Das wäre natürlich sehr interessant gewesen, wie man das für Jahre noch weiter gesponnen hätte. Ja, natürlich. Leider haben die beiden nicht wieder zueinander finden können. Das fand ich schon so ein Schaden. Ja, naja. Ja. Und dann war Else eben alleine, musste immer ihre Lieblingsserie schauen und alle rausschmeißen. Ja, und so genau. Weiter, ne? Und jetzt gehen wir kurz zur Frage, ob es auch Kollegen gab, mit denen du dich nicht so gut verstanden hast. Mit Diven, das Wort Diva fällt hier gerade. Ich schaue gerade mal, ob es, es gibt ja auch immer wieder, auch wahrscheinlich in jedem Geschäftsbereich gibt Leute, die sich scheinbar über andere erheben oder sowas, die so ein bisschen arrogant sind oder so und den anderen vielleicht ein bisschen blöd finden oder sowas. Ich überlege gerade mal, das war offen gestanden, ich müsste jetzt noch mal graben. Kannst du das überlegen, aber noch Zeit, das ist, aber nächste das Woche. Ist in der Lindenstraße, ja genau, in der Lindenstraße im Grunde auch für mich sichtbar kaum passiert. Mhm, ja, weil wir hatten ja auch eine, das muss man auch sagen, im Ensemble eine bestimmte disziplinierte Wohlanständigkeit gegenüber allen anderen, weil man halt miteinander sehr, sehr lange auskommen musste. Und da hat der Produzent schon geschaut, dass das zum Beispiel, dass das auch funktioniert. Ja. Ganz früher, ich weiß nur eins, ich habe nur kolportiert die Geschichte, dass er eine junge Dame, die gespielt hat, jetzt die, ich glaube sogar, es war die Spatzig oder sowas. Das ist jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, aber das macht ja nichts, weil das ist nicht so schlimm. Die wohnte auch in einem Gebäude und da gab es einen anderen Schauspieler, der gleich ein Auge auf sie geworfen hatte. Und zwar irgendwie schon ernsthafter Art, dass sie eigentlich zeitlich oder energetisch ziemlich abgelenkt war. Und ich glaube, da hat er interveniert. Und diese Apartments hat damals die Produktion ja unterhalten oder bestellt. Und da hat er dafür gesorgt, dass einer von den beiden da rausgeschmissen wird und woanders wird. Und dann, ja, weil die irgendwie, haben die haben keine Rollen zusammengelernt, sondern haben irgendwie das ausgenutzt für Begegnungen in der dritten Art. Okay, nehmen wir mal so auf. Ja, das, und da weiß ich noch, und da wurde irgendwie Ordnung eingerichtet von ihm, sozusagen. Ja. Was heißt das? Er hat sich um das Ensemble schon seine Häschen gekümmert, weil die sollten ja auch laufen. Ne? Naja, das war ja alles, ja. Das war ja auch ziemliche Untertanenmentalität zum Teil. Man hat schon auch gewusst, wer hier der letztendliche Boss ist, wenn man da mal zitiert worden ist. Mhm. Ich habe da gehört, dass das so oder so ist. Was ist denn da los und so? Das gab es schon auch. Also das so wie ein Familienoberhaupt, was wieder dazu passt, dass er letztendlich das Testament macht und erstmal alle so richtig beschäftigt. Ja, ne? Ja. Stimmt. Ja, ich noch zwei, drei Fragen. Kannst du vielleicht ganz kurz darauf antworten? Vielleicht das kann man, glaube ich, ganz gut machen. Na ja. Hatten Sie bei den Drehbüchern Bedenken? Olaf hatte ja viele problematische Geschichten zu spielen. Also gab es bei dir Momente, wo du das gelesen hast, das Drehbuch, wo du die große Schatztruhe geöffnet hast, wie du sagst, und dachtest, oha, oder hast du dich immer darauf eingelassen, gefreut oder es gar forciert, wenn es ein bisschen extremer wurde? Naja, es ist so, das meiste fand ich natürlich spannend. Ich habe gedacht, aha, da ist wieder so eine Wendung drin, da gibt es was zu tun. Mhm. Also ich habe mich dann schon gefreut. Und wenn es mir dann, sagen wir mal, familiär ein bisschen nahe ging, weil dass man halt was, wo man denkt, ach, das ist aber so, wo hat dann das wieder her? Irgendwelche Geschichten oder sowas aus familiären Bereichen, wo es vielleicht nicht so geklappt hat oder so. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Da habe ich nämlich immer gedacht, hat er jetzt einen Detektiv angestellt oder ist er jetzt Hellseher? Das wusste ich nicht genau.
Aber da bin ich natürlich Profi genug, wenn ich sowas entdeckt habe, dass ich gedacht habe, das ist ja komisch. Das ist wie bei manchen anderen, die auch ihre privaten Geschichten irgendwie haben. Sag ich, habe ich ihm das erzählt? Weil manchmal hat er einen ja auch dann zum Essen eingeladen und gerne gehört, was so im Leben so los ist, ne? Und er musste ja Geschichten schreiben. Er musste einfach so viel Geschichten schreiben. Mhm. Und hat dann auch nicht gezögert, manchmal private Verflechtungen einzubauen. Also das, nur da bin ich Profi genug, habe ich gesagt, okay, dann musst du es halt spielen. Ich meine, das ist, weißt du, ja. Dann habe ich das halt, ja. hab ich dann halt gespielt irgendwie. Und ich meine, es gab so vieles an Intimität auch oder sowas, was man im täglichen Leben auch oder im familiären auch erlebt hat oder so. Mhm. Aber ich sehe das eigentlich immer, ich habe das offen gestanden, immer professionell gesehen, ja, wie am Theater, ja, weil ich meine, so viele Dinge im Leben gibt es aber dann. Es gibt nicht 500.000 verschiedene Sachen. Man hat halt Liebe, Verzweiflung, man hasst und man hat Furcht. Und insofern sah ich das professionell. Ich meine, es gab schon, also wenn es zum Beispiel, sagen wir mal so, mit der Rolle Claudia, da war es ja ein bisschen schwierig von der Mentalität her öfters. Also das war dann sehr, aber da hatten wir, weil was wir beide gemeinsam hatten, war halt ein sehr gutes Temperament. Mhm. Da war es halt explosiv und so weiter. Ach Olaf, du siehst dein Kind schon an meiner einen Brust und so weiter. Das ist ja, der beste Satz von euch beiden. Und die war halt auch etwas bockig in sich, ne, die Schauspielerin. Die war da nicht so geschmeidig wie die Frau da haben wir es Bonnemann doch. Zum Beispiel. Ja. Die war sehr viel geschmeidiger. Die hat gesagt, naja, wie machen wir es denn und so weiter. Mm-hmm. Also ich kam nur so und sagte, hey Olaf, sag mal, ein Geschäft können wir aufmachen, was meinst du denn so? Und so war die dann auch so, die war so wie eine Schmiegekatze, mm-hmm, verstehst du so? Nicht nur dann, wenn wir da im Bett da waren, sondern, oder im Zimmer da gab es, also das war in diesem, wie hieß es noch, der das Freundenhaus? Der Alpenverein. Ja, der Alpenverein. Ah, herrlich. Wunderbar. Gab es auch nie irgendwo. Das wurde halt, da wurde irgendein Bett an eine Mauer gestellt, an die Wand gestellt, Kameras davor, und da war das der Alpenverein. Ach so, ja. Ja, ja, so ein paar, gab es ein paar Lederpeitschen, haben es an die Wand schnell hingenagelt und ja, dann und sie bekamen wir das Kostüm. Also Alpenverein war äußerst bescheiden dargestellt. Okay, gut. Jörg Martini hatte noch gefragt, den Ausstieg welcher Serienfigur du am meisten bedauert hast. Gab es das mal, dass ihr jemanden verabschiedet mussten? Ja. Nur ob Tod oder eigene Entscheidung, wo du sagst, dann hätten wir gerne drin gehalten. Fällt dir jemand ein? Naja, ich meine, einer auf jeden Fall. Also der Martin Rickelt auf jeden Fall. In der Art und Weise, weil da gab es keinen Ersatz. Die haben verschiedene ältere Männer dann eingeführt. Es gab auch den einen, ich weiß gar nicht mehr, der so ein Österreicher gab es dann mal. Und dann gab es noch so einen älteren, der immer mit der Österreicher, einen, das war der Vater von Gabi, der mit Isolde, ja, und zusammen. Ja, genau, der kam auch Heinz, mal. Heinz Kaczmarek oder so ähnlich heißt der, glaube ich. Ja, ja. Oder dann der Ältere, der immer mit dem Söhnchen vom Beimer dann unterwegs war. Genau, Herr Backhaus. Und, Herr Backhaus. Und es gab noch Ines, hatte auch ihren Vater mitgebracht. Den alten Vater, aber das waren, die blieben im Vergleich dazu. Stimmt, ja. Blieben sie sozusagen eher sozusagen in der zweiten Hälfte der Wichtigkeit oder der Bedeutung, auch der politischen Bedeutung. Also die hatten auch alle drei, die wir jetzt genannt haben, ich glaube auch Herr Backhaus hatte keinen politischen Hintergrund. Nein. Ich glaube, seine Geschichte war, dass er halt viel im Gefängnis war und viel gelogen hat, um wieder diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, ich glaube, darum ging es irgendwo. Aber ist am Ende, glaube ich, auch wieder im Gefängnis gelandet. Hat ja diesen Ballonflug gemacht mit Tom. Irgend sowas. Ja, ja, aber in der Tragweite natürlich nicht. Und auch nicht in dem Facettenreichtum. Der Martin Rickelt hatte ja wirklich auch in seiner Rolle als Alt-Nazi, aber auch irgendwie als witziger Kauz und auch gerade am Anfang, als er noch sehr viel Geschichten gespielt hat, da war er auch sehr lustig. Hat auch mit der Else alle geneckt und hat auch alle so ein bisschen aufs Korn genommen. Und der hat ja dann auch, glaube ich, hat er nicht mal ein Verhältnis mit Else gehabt? Nee, da hat man bei ihr gewohnt, ja, auf jeden Fall. Gewohnt, und er wollte auch mal was von Amelie von der Marwitz, aber dann wollte er dann irgendwann doch nicht mehr und hat dann irgendwann Angst vor ihr gehabt und so weiter. Ja. Und er hat auch immer tolle Spitznamen für alle, hat er immer. Also und er hat seine Wohnung hieß ja Sperlingsruh. Ja, Sperlingsruh hieß das da oben. Ja, absolut. Ja. Also sowas zum Beispiel, das in allererster, dann natürlich auch Frau von der Marwitz, das muss ich echt sagen, weil das ist halt für mich auch, das ist einfach so eine andere Facette. Das ist einfach sowas anders als jegliche, also die ganzen Frauen von Olaf oder sowas. Da kommt also keine auch nur annähernd einfach
an die, und sie war eine Diva, wenn man so sagen darf, ja, mhm, in der Rolle auch, aber sie war zu mir nie dievenhaft. Sie war immer, wir haben uns immer sehr fein, und sie forderte einen auch heraus, ein Gentleman zu sein. Mhm, weil ein Gentleman ist dann ein Gentleman, wenn die Dame es von ihm erwartet und sich entsprechend benimmt. Da wird auch der einfachste Mann zu einem Gentleman, ganz komischerweise. Sie muss es nur durchhalten. Und das hat die gekonnt, ja. Die hat also zum Handkuss aufgefordert, ja, dass man es sofort gespürt hat. Ja, die war gut. Ja, damit hast du auch schon eine ganz gute andere Frage von ihm beantwortet. Er fragte auch, ob du näheren Kontakt zu Frau Telluren hattest, wie du dich mit ihr verstanden hast. Das nehmen wir dann mal so als Ja, das als war, auf. Also ich bin jetzt mit dir kein Wein trinken gegangen oder so, sondern ich einfach so am Set, wenn man in der Kantine mal saß und ja, so. Ja. Und das war es dann auch. Aber einfach, das ist ein respektvoller Allgemeinumgang. Mhm, und sonst fällt mir vielleicht noch ein, demnächst mal oder so, wo ich denke, dass es schade ist, wenn eine Person weggegangen ist. Ich meine, sehr viele sind ja sehr, sehr lang geblieben. Also das ist ja sehr, 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 sehr lang dabei gewesen. Manche auch länger als ich noch. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, wie man da jetzt doch bedauern könnte, der weggegangen ist. Wie hast du mit Mariano Roger dich verstanden? Das ging gut, ja. Ja. Wir hatten sogar mal eine Schauspielschulerfahrung zusammen. Ah, ja. Als Schauspieler muss man sich ja auch weiterbilden. Mhm. Sollte man, könnte man. Ach, während ihr schon in der Lindenstraße wart? Ja, absolut. Ah, ja. Okay. Da gab es ja damals vom Lee Strasberg Theater Institute aus New York und Los Angeles, diese berühmte Strasberg-Schule, gab es Lehrer, die Europa bereist haben, um diese Methode unter die Leute zu bringen. Mhm. Das war dann für viele Schauspieler ein Anreiz, für mich auch. Ich war ja damals selber auf der Schauspielschule, habe ja selber in Hollywood die Schauspielschule bestritten eine Zeit lang und kannte also diese Methode. Und da war einer der maßgeblichen Lehrer, den ich wieder persönlich kannte, plötzlich als Gast in Deutschland und in Köln und in einem Workshop. Den hat dann der Dings organisiert, der Bratpfannenerschlagene, unser Kollege, der Manfred Schwabe. Ja, Herr Schwabe, der hat das organisiert. Und da waren wir, was weiß ich, 10 Lindenstraßenschauspieler und haben da unsere Übungen gemacht. Mhm. Ja, so sehr abenteuerliche Szenen gespielt. Und da war sie auch noch dabei. Da war sie dabei, ja, richtig. Und ein T-Shirt und so und richtig schwitzend und mussten wir dann, und das wurde auch gefilmt. Das waren richtige, so wie amerikanisch halt, weil die amerikanischen Schauspieler, ich habe das in New York gesehen, wenn die irgendwo ein Vorsprechen haben, dann gehen die da nicht einfach hin und sagen, ja, ich bin Hans Meier und ich gebe mir mal ihre Sätze und so, was muss ich jetzt hier machen, sondern die lassen sich das geben und dann holen die sich einen Coach. Ja. Und dann wird da richtig gebimst. Ja? Wenn die dann zu den Probeaufnahmen gehen, sind die schon so fit, dass sie einfach bei der Probeaufnahme schon mal ein richtiges, knalliges Ergebnis abliefern. Und diese Übungsproben habe ich dann auch gesehen auf der Bühne in New York und die wurden dann damals geleitet von Eli Wallach, Eli Wallach geschrieben. Mhm. Ah, ja, ein den sehr ich. Bekannter Schauspieler. Ja, damals. Den kenne ich auch nur, weil er einmal in der 60er Jahre Batman-Serie Mr. Freeze gespielt hat. Ah, ja. Daher kenne ich den Namen, witzig. Ja, genau. Aber ich habe dann später mal gegoogelt, das ist tatsächlich, er hat auch lange gelebt, er ist auch sehr alt geworden. Ja, spielte dann alle durchtriebene Mexikaner und er kam eben dann schon von 1949 her, weil er auf dem Method Acting bei Strasberg aufgebaut worden ist. War er einer derjenigen, die das. Ich bringe die Leute mal mit anderen Leuten, mit anderen Figuren in Verbindung. Wie auch bei Gerd Fröbe ist mir ein kleiner Vampir eingefallen. Ich bin ja, in den 80ern geboren, da hat man nicht was anderes gesehen. Ja, absolut. Ja. Und das ist auch eine Art von netter Identifizierung. Ja. Und Gott sei Dank konnte er dann in deinen Augen auch noch den Goldfinger spielen, hoffentlich. Und du hast ihn nicht nur als das Vampir gesehen. Aber, das stimmt. Aber so ist es halt mal. Gibt es noch Fragen irgendwie? Ich habe noch zwei, die können wir noch schnell unterbringen. Ja, und zwar fragt der Jörg auch noch, wie war es mit Kinderdarstellern zu spielen? Ich stelle mir das schwer und anstrengend vor. Olaf als Figur hat mal wieder mit Kindern zu tun gehabt, wie zum Beispiel der Figur Moritz. Jetzt musste ich selber aber auch erstmal gucken, Moritz, ja, stimmt. Ihr hattet da mal Ines hatte da mal so ein Kind für ein paar Wochen. Ja, aber sonst habt ihr ja nicht viel mit Kindern, du zumindest nicht so viel mit Kindern gespielt. Nein. Also seine Frage ist eigentlich, wie ist es mit Kindern zu spielen? Na, das kommt auf das Kind drauf an. Ne? Das ist so, ich weiß noch, da gab es eine Szene, wo sie dann auch, das haben wir dann gedreht. Ah ja, sehr wunderschön hier draußen. Einer der wenigen Außendrehs, wirklich bei schönem Wetter auf einem Hügel am Rhein. Also richtig draußen. Ja, richtig in der Freiheit. Nee, ja, also ist unglaublich. Man kommt ja kaum raus aus dem Ding. Und dann auf so einem Hügel und da haben wir Drachen steigen lassen, glaube ich, sowas irgendwie. Und man sitzt da so picknickmäßig und dann der Kleine und das ist also ein ziemlich langer Dreh, immer hin und her und Drachen hin, Drachen rauf, Drachen runter.
Und das war ganz lieb und nett. Man muss halt gucken, also genau finden, was kann das Kind, und dann muss man sich in dessen Blickwinkel einfügen, was kann der, man darf ihn nicht überfordern, und dann halt einfach, und dann ja, einfach auf ihn eingehen. Das ist halt eine Interaktion, das geht schon. Ja. Das ist so, ich meine, mit Kindern und mit dem Hund, es ist halt ein bisschen willkürlich und unberechenbar. Man kann ja auch ein bisschen tricksen. Das ist mir bei Max Zenker oft aufgefallen, dem Kind von Gabi. Da fällt öfter mal auf, dass sie wohl einzelne Sätze mit ihm separat aufgenommen haben und die dann damit reingeschnitten haben. Und dass sie so ein bisschen, also er hat natürlich auch viel mit frei gespielt, aber öfter gibt es so Momente, wo man denkt, Moment, das ist irgendwie so separat noch reingeschnitten. Das kann man natürlich auch, im Zweifel kann man das natürlich ein bisschen bearbeiten. Wenn es der Zuschauer merkt, so, dann ist es natürlich nicht gut. Aber es ist halt, ja, das ist halt die große Kunst, dass so ein Kind auch glaubhafte Sätze sagt. Ja, das stimmt. Und die dann auch wiederholt. Und deswegen behält man die von der Lindenstraße, wenn man so ein Kind hat wie damals den 7-jährigen Klausi, dann behält man den auch gerne, weil der kann das schon. Klar, der sagt dann nicht, Mama, ich möchte gerne noch was zu essen haben. Das sagt er dann nicht, sondern sagt, Mama, ich möchte noch was zu essen haben. Mhm. Und dann weiß er, weil er weiß, wie es ist. Und man hat beim Training ja nicht so viel Vorbereitungszeit. Wir hatten dann eine Assistentin gehabt, weiß ich auch noch, die Regine, genau. Und die hat diese Kinder vorher gedrillt. Ah ja, also mit ihnen wirklich geübt, und sodass sie schon fertig zum Dreh kamen. Mhm. Das hatte ich auch mal. Ich war mal Coach für eine 12-teilige Serie bei der Bavaria. Die heißt Unsere Nachbarn, die Baltas. Kann man sehen, gibt es im Internet. Also türkische zweite Generation in Deutschland. Oder überhaupt die zweite Generation von Zugereisten und ihre Kinder. Und da waren sehr viele Kinder dabei, auch mit sprachlichen Unterschieden, also türkischer Art, der Yüksel zum Beispiel. Und da habe ich diese Vorbereitung eben auch von Laien gehabt, mit Sprachproblemen, mit Kindern, mit allem drum und dran. Und das habe ich dann so zusammengeführt als Coach, dass sie mit den Profis, auch mit Otti Fischer zum Beispiel, spielen konnten. Und das erfordert halt einfach ein bisschen Begleitung. Und die Eltern können das meistens nicht, weil sie wissen ja nicht, wie das geht. Also wenn da die Mami dabei ist, dann hilft das nichts. Also es braucht im Grunde wirklich einen guten Coach. Ist eigentlich eine extra Profi-Arbeit, Kinder fürs Drehen coachen. Ja, glaube ich. Klar. Ich habe das monatelang gemacht. Ich war richtig angestellt bei der Bavaria und habe dann das vorbereitet, weil es musste sehr schnell gehen. Man erkennt wahrscheinlich auch schnell, wenn ein Kind nicht geeignet ist, dass man dann... Ja, das kommt darauf an. Wenn der Kameramann oder wenn der Regisseur sagt, der sieht so top aus und er sieht aus wie der Papa und dann kann der nicht richtig reden, dann ist man halt, das ist halt gekniffen. Das ist halt, also so Kinderagenturen müssen auch ein großes Angebot haben. Ja, ja. Und vor allem muss es dann auch, es muss passen, die Eltern müssen einverstanden sein, und also es ist eine komplexe Sache. Ja. So, komplex, sehr gute Überleitung. Doch. Komplex wäre es auch, sagt auch der Marcel Wich, wenn man in Zeiten von Corona dieses Thema mit eingebaut hätte. Zumal, er schreibt auch, das Lindenstraßenensemble hätte ja gar nicht drehen können im Moment. Das ist tatsächlich so, auch andere Fernsehserien pausieren können im Moment nicht drehen. Man weiß gar nicht, wann geht's weiter. Man hat natürlich einen Vorlauf, aber das ist natürlich auch ein Problem. Ich weiß nicht, ihr hattet 3 Monate Vorlauf, glaube ich, immer, ne? 2,5 bis 3, je nachdem, bei Ferien war es dann schon mal 3. Man musste ja diese, auch die Sommerferien, wir hatten ja Sommerferien mit 4 Wochen richtig terminiert. Richtig, ja. Da muss man dann schon mal den September, Oktober auf jeden Fall im Kasten haben. Und insofern hat man also im Juli schon mal... Also man hat einen kleinen Puffer, aber sowas natürlich würde ein Loch reißen, wenn es heißt, wir dürfen nicht drehen aus dem Nichts plötzlich. Ja, was man da jetzt also bei dieser Ausnahmesituation machen würde, letztendlich kann man immer noch erklären, liebe Leute, es gibt mal 2-3 Wochen jetzt keine Lindenstraße. Ja. Na ja gut, das also ist, in der jetzigen Situation. Das würden die Leute sogar heutzutage bei dem Wahnsinn, der da passiert, würden die das wahrscheinlich auch einsehen. Früher hätten sie das nicht eingesehen. Hätten sie gesagt, das gibt es doch nicht, bloß wegen, weil da ein paar Leute Grippe sterben, können wir doch unsere Lindenstraße nicht vermissen. Es wäre undenkbar. Also an das Undenkbare haben wir uns ja jetzt schon ein bisschen gewöhnt. Das stimmt, wo wir sagen, okay, der Mensch ist ja auch flexibel. Der Mensch kann mit Katastrophen umgehen. Bevor er stirbt, geht er mit Katastrophen um. Jetzt stirbt hier, ist jetzt zwar nicht dieses Ding, dass alle Schauspieler plötzlich todesgefährdet sind, aber man hat halt jetzt erstmal diese Verordnungen, und da hätte man gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie lange es geht, hätte Anträge gestellt und dann halt komprimiert gedreht. Ja, dann hätte man gesagt, okay, jetzt waren die Schauspieler 4 Wochen daheim oder sowas,
und so, dann hätte man die Drehbücher gegeben, man hätte schon, was weiß ich, telefonisch vielleicht geprobt, also hätte ich das gemacht, oder heute mit Skype zum Beispiel, dass du schon Szenen so einbimmst zu Hause, kann man ja auch machen, dass man dann also während des Drehens, ja, einfach zack, 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 dass man an einem Tag dreimal so viel dreht wie sonst, weil es präpariert ist, weil man nicht mehr mit dem Kind zum Beispiel nicht mehr lange proben muss. Man muss auch nicht mehr um Verständnis oder sowas. Und die gesamte Bildgestaltung lässt sich ja am Reißbrett machen. Wenn das mit den Kameraleuten per Skype abgesprochen wird, wie genau man den Schnitt macht, wie man das setzt, dann kannst du halt sagen, okay, danke, wunderbar, sitzt, bumm, das nächste, zack, sitzt, dumm. Oder man fasst es dann zusammen, indem man die Orte zum Beispiel, dass man immer an einem Ort, ja, wo alles aufgebaut ist, ganz viele Szenen dreht, reinpfeffert in der Logistik. Wo man früher gesagt hätte, das drehen wir dann nächsten Dienstag. Nein, das drehen wir schon heute, weil das ist im Badezimmer. Ist bei dem Badezimmer bei den Beimers. Da wird erstmal das gesamte Badezimmer so schnell abgedreht, dass nichts mehr übrig ist. Dann wird umgewechselt. Ja, zack. Und ja. So. Das kann man schon. Also das, wenn man natürlich jetzt, sagen wir mal, es würde 3 Monate dauern, ja, dann hat man halt das keine Folge. Ist halt ist jetzt ein bisschen realistisch, blöd. Dass das Ganze noch. Ich weiß, es gibt auf der Welt viel Wichtigeres als das, was wir hier besprechen. Das ist mir klar. Trotzdem schaffen wir natürlich eine kleine Oase, um vielleicht doch mal was anderes zu hören im Moment. Ja. Glaubst du, dieses Ende der Lindenstraße geht jetzt so ein bisschen unter in den Medien? Ich meine, ich habe jetzt nicht alles verfolgt. Du hast mir was geschickt und mich darauf hingewiesen. Ja, ich meine, von der Aufmerksamkeit her. Also ich meine, es ist, die Welt beschäftigt sich gerade wirklich nicht mit einer Fernsehserie. Trotzdem geht die Lindenstraße zu Ende. Ja. Also ich denke mal, weißt du, es ist ja so, wenn, es ist ja eine Art von angedrohter Verlust, der einem jetzt passiert, als Lindenstraßenschauer. Ja. Das heißt, pass auf, bald kriegst du nichts mehr. Ja. Ha. Und wenn das als alleiniges Verlustmerkmal im Raum steht oder im Leben stattfindet, dann hat man ja die Fokussierung, so, da sagt man, ja, jetzt ist der, stirbt dann die Lindenstraße, es stirbt die Lindenstraße, es ist nicht mehr. Dann leidet man darunter. Das ist eine Sache. Wenn es aber noch eine zweite Problematik gibt, ja, wo man sagt, oh Gott, ich darf nicht rausgehen, ich kann dies nicht machen, das nicht, und mein Beruf ist hier, dann gibt es eine zweite. Natürlich, ja. Und dann ist es so, denke ich mal, ist der Verlust der Lindenstraße derzeit nicht mehr so schlimm für sehr viele Leute, als wie wenn es nur das gewesen wäre. Ja. Man hat auch noch andere Probleme. Ja. Man hat einfach mal, man ist ja verunsichert, das man hat so. Halbe Informationen, man kriegt dies, man kriegt jenes und dann sagt man, ja, Lindenstraße, gut, die geht halt auch, die verreckt halt auch gerade, aber was ist denn da, was ist denn da? Und dann fließt zwischen diesen beiden, sagen wir mal, diesen beiden Sachen fließt eine bestimmte Energie hin und her und die bedeutet aber auch wieder eine Lösung. Dann ist es nicht ganz so schlimm, sagt man, okay, ich meine, da hätten wir uns jetzt aufgeregt, aber was haben wir jetzt hier? Ich verliere meinen Job, verstehst du? Ich bin jetzt hier. Ich kann das mir gar nicht vorstellen. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja, es ist alles richtig, was du sagst. Ja, aber macht das Sinn? Ja, genau. Das so ist Gefühl. Ich spreche jetzt von ein paar hunderttausend Leuten, vielleicht nicht von allen Fans, die sagen, ja, meine Güte, mir ist der Verlust von der Straße ist mir wichtiger als der ganze Zirkus. Nee, es wird plötzlich in eine ganz, ganz andere Relation gesetzt. Ja. Genau. Und verliert natürlich auch dadurch so ein bisschen den Aufmerksamkeitsfokus. Hätten wir jetzt diese ganze Katastrophe hier nicht um uns herum, würde wahrscheinlich jetzt auch würden sich natürlich ganz viele andere Themen jetzt in den Medien bewegen und Lindenstraße hätte auch einen viel höheren Stellenwert womöglich, als es jetzt so nebenbei so mit wegschwimmt. Aber das ist nun mal so. Das ist das am ist Ende des so. Tages ist eine Fernsehserie. Ja, wir absolut. Reden nächste Woche trotzdem noch über die. Natürlich, und wir haben ja, das ist ja auch unsere Chance. Ja? Ich meine, für die Leute, die jetzt zuhören und die sich da so, die das vielleicht auch gerne mögen. Ich denke mal, es sind die meisten hier, die da sind, die jetzt immer noch da sind. Ja, zwei Stunden wir haben jetzt wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Dass man einfach, und das tun wir auch ordentlich ankündigen, dass wir ja die letzten 4 Wochen, also die 4 Wochen nach der letzten Folge, präsent sind. Und zwar am Sonntag. Ja. Das machen wir nämlich dann anders. Ja, ne? Wir sind ab dem nächsten Mal, also nächste Folge gibt es nicht nächste Woche Donnerstag, sondern nächste Woche Sonntag. Warum? Weil dann die Lindenstraße nicht mehr läuft. Und das ist dann quasi unser kleiner Ersatz. Also nächste Donnerstag gibt es keine Folge. Warte noch 3 Tage, aber dann geht es am Sonntag weiter. Jetzt rechnet der Franz, weil er mir nicht glaubt, aber es ist tatsächlich so. Diesen Sonntag läuft ja die letzte Lindenstraße. Ja, und deswegen sind wir darauf, am Donnerstag nicht zu hören, sondern am Sonntag. So. Das ist aber, ich zeig dir das gleich auf dem Kalender. Ja, jetzt trägst du mich aus. Also ist es jetzt am Sonntag, am 29. Guck mal. Ist doch die letzte Folge, die Lindenstraße. Da, am 29. ist die letzte Folge und wir sind wieder da am 5.
wir die Folge besprechen. Wir sind quasi dann im April immer am Sonntag dabei. Ja, dann verstehe ich das natürlich gar, logisch. Also nicht, wir sind nicht die Doublette. Na, das kann ich nicht leisten. Ich kann hier nicht zweimal die Woche sitzen. Nein, dann hört hier keiner zu. Aber das heißt, wir haben uns ja wirklich auch, das muss man auch für die Zuhörer sagen, das ist wirklich so, wir haben uns das ja auch gedacht und einfach, dass man wirklich etwas Vertrautes, eine vertraute Sache haben wir ja eingesetzt, dass wir wirklich 18.40 Uhr auch das Ding schalten, oder? Genau, ich würde am liebsten, und das versuche ich umzusetzen, dass am Sonntag 18.50 Uhr, dann auch erst losgeht. Also wer am Sonntagmorgen kann man ausschlafen und abends kommt dann der Podcast und man hat eine ganze Woche Zeit, den dann zu hören, bevor es am nächsten Sonntag dann wieder weitergeht. Ja, ja, genau. Und man kann also sich auch schon vorfreuen natürlich und man kann vorher nichts wissen. Wir geben keine Vorschau. Genau. Ja, wir machen das auf die völlig altmodische Holzmethode. Genau. Um 18.40 Uhr gibt es die Sendung. Ja. Und dann gucken vorher gibt es erst einmal nichts. Nee, trotzdem haben wir ein paar Sachen noch geplant. Natürlich besprechen wir die letzte Folge und du guckst mal, ob du die Fanclub-Leute, ob die noch alle da sind. Ja, ja. Genau. Das machen wir und lass uns noch ein paar kleine Überraschungen einfallen. Vielen Dank, dass du wieder hier warst. Jawohl, Sir. Und bis nächstes Mal. Genießt die letzte Folge. Es ist tatsächlich die letzte Folge. Und dann müssen wir wieder bei Folge 1 anfangen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Folge wird. Davor, bevor die Sendung läuft, gibt es ja noch eine Dokumentation in der ARD, bei Lindenstraße mit kleinen Interviews und so weiter. Es wird zumindest noch ausreichend, zelebriert und angeteasert. Also der Sonntag wird auf jeden Fall im Zeichen dieser Serie stehen. Herzlichen Dank, dass du da warst.